Meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich, dass Sie heute früh wieder zu uns gekommen sind, die gestern schon da waren, und ich darf heute noch einige zusätzliche Gäste begrüßen, die erst heute zu uns gestoßen sind. Ganz besonders freut es mich, dass heute die dritte Bürgermeisterin der Stadt Bayreuth zu uns gekommen ist, Frau Dr. Kuhn, die dann später auch einen Gruß zu uns sprechen wird. Herzlich willkommen. Auch zu uns gestoßen ist der Präsident des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, Roderich Kiesewetter, der später auch noch ein Grußwort zu uns sprechen wird. Die Diskussion über die Sicherheitspolitik ist natürlich eine Diskussion, die wir bewusst nicht nur im Verband haben wollen, sondern auch nach außen tragen wollen. Deswegen freut es mich, dass gewissermaßen auch von Schulen, von anderen Einrichtungen hier Gäste zu uns gekommen sind. Und ich darf hier einige einfach auch namentlich nennen, die heute zu uns gestoßen sind, dass Sie sehen, welches Spektrum heute neben den klassischen Vertretern des Verbandes auch da sind. Ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Josef Beierlein von der AGUS e.V., Angehörigen Suizid hier aus Bayreuth. Ich darf ganz herzlich begrüßen die Frau Kempf von dem Gymnasium hier aus Bayreuth. Ganz herzlich willkommen. Ich darf ganz herzlich begrüßen von der Bund der Kriegsblinden, Margarete Januszek. Ich darf ganz herzlich begrüßen die Jugendoffiziere, Herrn Landrock, der zu uns gekommen ist, und natürlich von der Gemeinde Heinersreuth, die Frau Bürgermeisterin Kirschner, die auch nochmal zu uns gekommen ist. Sie sehen gewissermaßen, dass doch auch Interesse besteht, außerhalb des Verbandes immer wieder einzelne Bereiche sich mit der Sicherheitspolitik auseinanderzusetzen. Darüber hinaus freut es mich, dass auch der Leiter der Bereitschaftspolizei Bayreuth, Herr Kaller, zu uns gekommen ist. Auch da nochmal herzlichen Dank für Ihr Kommen zu uns. Von den Talkgästen darf ich begrüßen einmal den Staatssekretär im Amt für Auswärtige Beziehungen, Herrn Silberhorn, ganz herzlich willkommen, General Berg von der Division Süd, stellvertretender Kommandeur der Division Süd, die heute zu uns gekommen ist, Herr Rainer Erdl, der Stellvertreter des Präsidenten, der zu uns gekommen ist und auf dem Podium sitzt, Staatssekretär Adi Kolber hatte ich gestern schon begrüßt, und den Oberstleutnant IG Janke vom Auswärtigen Amt, der auch später auf dem Podium nochmal sitzt, und den Polizeihauptkommissar Rauch, der auch auf dem Podium sitzt, zu den einzelnen Podiumsteilnehmern wird dann der Professor Grein später nochmal etwas Näheres ausführen. Applaus. Es freut mich auch, dass wir den Herrn Jelinek gewinnen konnten, der hier später die Talkrunde moderieren wird. Der Herr Jelinek, Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten, hier in Nordbayern als die überregionale Zeitung eigentlich bekannt. Auch herzlich willkommen, dass Sie gekommen sind und uns durch die Talkrunde heute führen werden. Dieser Teilnehmerkreis, wie gesagt, diese Externe, die ich gerade vereinzelt angesprochen habe, dann natürlich sämtliche Kreis- und Bezirksvorsitzenden und natürlich die Landesdelegierten, die dann später bei der Landesdelegiertenversammlung heute Nachmittag hier auch anwesend sind. Das ist dieser Kreis, der vor Ihnen sitzt, später bei der Talkrunde. Sie haben also mit Externen und Internen zu tun, wenn es hier um das Thema der Sicherheitspolitik geht. Ich darf nun die dritte Bürgermeisterin der Stadt Bayreuth bitten, ein Grußwort zu uns zu sprechen. Ja, sehr geehrter Herr Professor Lender, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie im Namen der Stadt Bayreuth, unserer Frau Oberbürgermeisterin, Frau Brigitte Merk-Erbe, und des Stadtrats ganz herzlich hier bei uns in Bayreuth begrüßen. Etwas verspätet zwar, aber immerhin. Die Stadt Bayreuth hat als Garnisonsstadt ja eine mehr als 400-jährige Tradition, die leider nach Schließung der Kasernen und der Außendienststellung des Verteidigungsbezirkskommando 67 im Jahre 2007 zu Ende ging. Als Vertragsärztin der Bundeswehr für das Bataillon 125 und Bayreuther Jäger habe ich ganz besondere Erinnerungen an diese Zeit.
Umso mehr freut es mich, dass die Bundeswehr durch die Veranstaltungen des Reservistenverbandes nicht vollkommen aus der Wahrnehmung der Bevölkerung unserer Region verschwunden ist. Denn die Bundeswehr sollte nach wie vor fest in der Gesellschaft unseres Landes verankert sein. Und genau an dieser Stelle leistet der Reservistenverband wertvolle Arbeit. Mit der Gründung des Dialogforums Sicherheitspolitik haben Sie die Initiative übernommen, das Bewusstsein für die Bedeutung der sicherheits-, verteidigungs- und außenpolitischen Themen in der Gesellschaft zu wecken und zu stärken. Dass der Reservistenverband Landesgruppe Bayern, richtig sagen, mit seiner Regionalkonferenz zu uns nach Bayreuth gekommen ist, freut mich als Vertreterin der Stadt natürlich ganz besonders. Vor gut einem Jahr fand ja schon eine sicherheitspolitische Veranstaltung des Kreisverbandes Oberfranken-Ost an gleicher Stelle statt. Bitte setzen Sie diese Serie fort und kommen Sie auch im nächsten Jahr mit einer Veranstaltung des Bundesverbandes wieder. Sie sind uns jederzeit herzlich willkommen. Dass Bayreuth alles bietet, was für eine erfolgreiche Veranstaltung und einen angenehmen Aufenthalt erforderlich ist, das kann ich Ihnen versichern. Die Genussregion Oberfranken punktet hier ganz besonders mit der größten Bäckerei- und Brauereidichte der Welt. Auch Bayreuth ist also Weltmeister. Ich wünsche Ihrer Veranstaltung einen guten Verlauf und die angemessene Aufmerksamkeit in den Medien sowie dem Reservistenverband für seine wichtige Arbeit weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Kuhn, für Ihr Grußwort. Wie gesagt, wie gestern schon angesprochen, wir sind gerne nach Bayreuth gekommen. Ist doch die Region Bayreuth faktisch bundeswehrfrei. Wir haben im Oberfranken nur den einen Standort noch in Hof, wo gewissermaßen eine Bundeswehr die größere Liegenschaft ist. Außer Einzeldienstposten ist nichts mehr. Deswegen sind wir als Verband gerne immer da bereit, an diesen weißen Flächen hinzukommen. Ich hatte es gestern schon ausgeführt. Wir sind deutschlandweit flächendeckend vertreten und wollen auch diese weißen Flecken, wo die Bundeswehr sich aus den Standorten zurückgezogen hat, abdecken und da letztendlich auch die Sicherheitspolitik vertreten. Es freut mich, dass wir heute unseren Präsidenten bei uns haben können und ich darf unseren Präsidenten um ein Grußwort bitten. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Frau Bürgermeisterin, Frau Dr. Kuhn, lieber Professor Lender, meine lieben Kollegen aus dem Bundestag, insbesondere freue ich mich, dass der Staatssekretär Thomas Silberhorn hier ist, weil er deutlich macht, dass Sicherheitspolitik nicht nur mit Verteidigung zu tun hat oder Außenpolitik, sondern, was ganz entscheidend ist, viel mit Prävention und Entwicklungszusammenarbeit im Vorfeld von Krisen zu tun hat, ist ein gutes Zeichen, dass Sie ihn eingeladen haben. Ist auch ein gutes Zeichen für das sicherheitspolitische Verständnis unseres Verbandes und toll, dass du auch gekommen bist. Und dann ist es für mich auch eine große Ehre, dass die früheren Bundestagskollegen Walter Kolbo für die Bundesakademie für Sicherheitspolitik, aber auch unser Stellvertreter Rainer Erdel hier ist, der nun Bürgermeister ist und in die Kommunalpolitik zurückgekehrt ist. Was aus meiner Sicht auch ein schönes Zeichen der Verbundenheit ist, ist die Zusammenarbeit unseres Verbandes mit befreundeten Verbänden. Es ist ja nicht nur der Bundeswehrverband, der immer sehr aufmerksam und prominent vertreten ist, sondern gerade Bayern zeichnet sich durch die Vielfalt in der Reservistenarbeit aus. Und es ist deshalb auch für uns als Verband der Reservisten eine große Ehre, dass sowohl der Bayerische Soldatenbund mit Herrn Nitsche als auch die Bayerische Kameradenvereinigung mit Herrn Schiener unter uns ist im BKV. Ich halte es deshalb für wichtig, weil ich beide Verbände auch durch Veranstaltungen kenne und weil wir in der Reserve nur gemeinsam etwas erreichen können. Aber zunächst, bevor ich darauf eingehe, ein herzliches Wort des Dankes und der Anerkennung, dass Sie sich dem Thema Sicherheitspolitik widmen, trotzdem die Region Mittelfranken Zusatzleistungen erbringt für die Gesamtreserve der Bundeswehr. Der General Golks hat es gestern gewürdigt und die Anwesenheit von General Berg heute macht es deutlich, welche besondere Leistung hier erbracht wird. Sie sind eine der Pilotregionen
die sich um die Neuausrichtung des Verbandes zurzeit besonders verdient macht. Sie kümmern sich um Sonderaufgaben im Bereich der individuellen Grundfertigkeiten und der körperlichen Leistungsfähigkeit. Und das sind Dinge, die uns als Verband in den nächsten Jahren erheblich fordern werden. Denn wenn die Bundeswehr sich neu ausrichtet, muss auch unser Verband eine Entwicklung aufnehmen, damit wir die Geschwindigkeit, mit der sich die Streitkräfte ändern, nicht nur begreifen, sondern dass wir in manchen Teilen auch eine wirkliche Entlastung sind. Und das, was gestern General Golks vorgetragen hat, möchte ich auch mit einem Appell verbinden. Wir werden glücklicherweise durch harte Verhandlungen, und der Bundesgeschäftsführer Herr Mergener weiß, wovon ich rede, durch harte Verhandlungen im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren deutlich mehr Mittel erhalten. Aber das ist damit verbunden, dass wir auch deutlich mehr Aufgaben erfüllen müssen. Ich mache mir hier in Mittelfranken dazu überhaupt keine Sorgen, weil Sie das erbringen werden, und Sie haben ja auch schon, sind weiter, als wir erwartet haben, auch im Pilotprojekt, und das Verteidigungsministerium ist erstaunt, welche Fahrt die Reserve aufnimmt. Aber auch hier hat Bayern eine besondere Verantwortung. In diesem sehr großen und traditionsorientierten Bundesland ist die Reserve traditionell stark verankert, mit über 200.000 engagierten Menschen in der Reserve. Auch unser Verband ist mit über 40.000 Mitgliedern hier der stärkste Landesverband. Aber das, liebe Kameradinnen und Kameraden, ist auch eine besondere Verpflichtung. Es liegt an Ihnen, wie nächstes Jahr die Neuausrichtung ausgeht. Und in der Neuausrichtung spielt die Mittleraufgabe eine wesentliche Rolle, neben der Ausbildung und Entlastung der aktiven Truppe. Denn durch die Aussetzung der Wehrpflicht, deren Folgen wir jetzt dramatisch zu spüren beginnen, durch die Aussetzung der Wehrpflicht fehlt die Verankerung der Bundeswehr in der breiten Fläche. Durch die Ausdünnung und Konzentrierung auf wenige Standorte, in der Regel größere Standorte, fehlt die Verbundenheit der Bevölkerung, die traditionell hervorragend gut ausgeprägt ist, immer noch in unserem Lande, fehlt durch die praktische tägliche Anschauung. Und das wird unser aller Aufgabe sein. Und meine Bitte ist, dass wir gemeinsam mit den Verbänden an einem Strang ziehen, in eine Richtung. Ein letzter Gedanke. Die Ministerin hat uns, Reservistenverband, aufgefordert, Plattform zu sein, Anlehnungspartner für alle anderen Verbände. Warum gerade uns? Weil wir staatliche Mittel erhalten. Und staatliche Mittel zu erhalten, ist besondere Verpflichtung. Das bedeutet nicht, dass wir anderen auch nur in Ansätzen vorgeben, was sie zu tun oder zu lassen haben, sondern dass wir anderen mithelfen, die gemeinsame Aufgabe zu bewältigen, durch zum Beispiel gemeinsame Ausstellungen, gemeinsame Messeorganisationen, gemeinsame Veranstaltungen wie diese, eine Plattform zu bieten für alle, die an dem hohen Gut der Sicherheit unseres Landes mitwirken. Ein letztes. Gestern hat die Krise in der Ukraine eine Wende genommen. Durch den vermutlichen Abschuss eines Flugzeuges, das mit völlig unschuldigen Menschen, die in Urlaub und auf Tagungen flogen, einen Kulminationspunkt erreicht hat. Nebenbei sind auch rund 150 AIDS-Forscher ums Leben gekommen. Es ist ein Schlag nicht nur gegen die Wissenschaft, sondern gegen die Freiheit auf der Welt. Die Unberechenbarkeit hat zugenommen. Und es ist unsere Aufgabe, in unserem Land, unserer Bevölkerung, ein Gefühl von Vertrautheit und Sicherheit zu geben. Denn das Wichtigste in der Politik, in der Sicherheitspolitik, ist Vertrauen der Bevölkerung, denn sie muss sich verlassen auf diejenigen, die sich stärker auskennen in diesem Bereich. Und da kommt, ohne dass wir hier auch nur Ansätze von Prophezeiungen wagen, kommt in den nächsten Jahren erheblich mehr auf uns zu. Unser Land hat in den letzten 20 Jahren sehr stark von der Einigung und vom Wegfall der Blöcke profitiert. Wir haben immer gesagt, wir sind nur von Freunden und Partnern umgeben. Aber liebe Kameradinnen und Kameraden, unsere Freunde und Partner sind es nicht mehr. Weder das Baltikum noch Polen ist von Freunden und Partnern umgeben. Weder Italien noch Spanien. Und deshalb schauen unsere Freunde und Partner auf das Kerngehäuse Europas, auf Deutschland und Frankreich. Und das Kerngehäuse darf nicht leer sein. Das Kerngehäuse muss reich und stark sein, um Sicherheit leisten zu können. Und dafür müssen wir arbeiten und werben. Wir dürfen uns nicht mehr auf unsere Nachbarn verlassen. Unsere Nachbarn müssen sich auf uns verlassen. In diesem Sinne wünsche ich eine gute Tagung und gratuliere zu dem hervorragenden Thema und den herausragenden Panelisten, die Sie ausgewählt haben. Bin dankbar, Ihr Gast sein zu dürfen. Dankeschön.
Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Roderich, ganz herzlichen Dank für das Grußwort und nochmal für die Öffnung des Blickes, das auch zu unserem Thema geführt hat. Die sicherheitspolitischen Herausforderungen für Deutschland in der Zukunft, sind wir auf die aktuellen Entwicklungen vorbereitet? Wie wir das Thema geschaffen haben, das war vor über einem halben Jahr. Da war die Münchner Sicherheitskonferenz noch nicht gehalten, da war die aktuelle politische Entwicklung noch nicht da. Wir haben gesagt, trotzdem müssen wir uns mit dem Thema beschäftigen. Das war der Grund, damals vor über einem halben Jahr dieses Thema zu fixieren. Und wie wichtig das war, zeigt, denke ich, die aktuelle Entwicklung. Ich möchte nun Professor Grein bitten, einfach zu dem Thema und zu den Referenten einzuführen und darf das Wort an Ihnen weitergeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Teilnehmer der Talkrunde, liebe Gäste. Als Leiter des Dialogforums Sicherheitspolitik heiße ich auch Sie herzlich willkommen zu unserer ersten Regionalkonferenz hier in Oberfranken. Durch einen breit angelegten Dialog möchten wir längerfristig als ein beteiligter Akteur unter mehreren, wir sind ja nicht die Einzigen, wir kooperieren, wir haben es eben auch schon mal vom Präsidenten gehört, mit dazu in der Gesellschaft beitragen, dass sich zukünftige Gestaltung von Sicherheitspolitik in Deutschland auf einen möglichst umfassenden gesellschaftlichen Konsens stützen kann, lautet sehr verkürzt, aber im Grunde genommen auf das Wesentliche reduziert, das Motto des Dialogforums Sicherheitspolitik. Hier stehen wir allerdings noch ganz am Anfang und Sie alle sind heute schon nach der Talkrunde aufgerufen, zum Thema mitzudiskutieren. Das Veranstaltungsformat haben wir für den heutigen Tag aber auch gewählt, um Ihnen im Ehrenamt tätigen Reservisten etwas ganz Besonderes mal zu bieten. Wann ergibt sich schon einmal die Gelegenheit, so viele kompetente Fachleute zusammen in der Darlegung ihrer Standpunkte und auch in der Diskussion zu erleben? Unterstützen Sie das Dialogforum Sicherheitspolitik letztendlich auch in den Regierungsbezirken? Und hier sind wir am Anfang und wir wollen das eigentlich zum Anlass nehmen, hier heute mal das zu implementieren, würde man sagen, bei der Unternehmensberatung, in der wir natürlich nicht sind, wir sind von Kameradschaft geprägt, und mal sehen, wie sich das entwickelt. Also noch ganz am Anfang und ist es nicht ausgeschlossen, dass es ähnliche Veranstaltungen auch bei Ihnen gibt. Es muss nicht immer unbedingt so eine Runde sein wie diese große. Es gibt auch andere Veranstaltungsformate, wie etwa eine Expertenbefragung, die Präsentation eines spannenden Fachbuches oder aber der Vortrag durch einen Spezialisten sowie andere Formate, die hier denkbar sind. Kommen Sie auf mich direkt oder auf die Geschäftsstelle zu und wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung gerne. Das Thema, die sicherheitspolitischen Herausforderungen für Deutschland in der Zukunft, sind wir auf aktuelle Entwicklungen vorbereitet, könnte nicht aktueller sein. Schon Jahre sehen wir ehrlich, wenn wir mal darüber nachdenken, wird die Diskussion hierum geführt und erfährt durch die Thematisierung vor allem des Bundespräsidenten Joachim Gauck und die Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyen eine erneute Priorisierung in der Tagespolitik. Kein einfaches Thema, wenn es um die Vermittlung derselben an die Bürger in dem Land geht. Denken wir, alles, was da dranhängt an solchen Dingen. Also auch ein bisschen sperrig, das Thema. Aber wir stellen uns diesen Herausforderungen. Auch die Frage der Unterstützung von Ländern in Afrika wie Algerien wird diese Tage diskutiert und unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel betont, das Land spiele gerade im Kampf gegen den Terrorismus auch eine wichtige Rolle. Wir kommen zu unserer Talkrunde und zu den Teilnehmern, die ich Ihnen jeweils kurz vorstellen möchte und ich beginne in alphabetischer Reihenfolge. Brigadegeneral Ernst Otto Berg ist stellvertretender Kommandeur und Kommandeur Divisionstruppen der Division Süd in Veitshöchheim. Er trat 1971 beim Fernmeldebataillon in Diez an der Lahn in die Bundeswehr ein und durchlief danach Stationen als Zugführer, Kompaniechef sowie unter anderem Verwendungen als Referent für Militärpolitik im Büro von Staatssekretär Schönbohm, Kommandeur der 1. Panzerbrigade 1 in meiner Heimatstadt Hildesheim und Kommandeur des deutschen Einsatzkontingents ISAF in Kabul, Afghanistan. Er sagt, die NATO geht auch mit 65 nicht in Rente. Sie bleibt essentiell für die Sicherheit und für Europa, das ebenso eine sicherheitspolitische Dimension hat. Herzlich willkommen, Herr General Berg. Rainer Erdel ist Oberst der Reserve, Mitglied des Deutschen Bundestages AD und Stellvertreter des Präsidenten des Verbands der Reservisten. Er ist Landwirtschaftsmeister und Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Dietenhofen. Als Oberst der Reserve übt er als Abteilungsleiter G4 bei der Division Luftbewegliche Operationen in Veitshöchheim. Er sagt,
Es sei Aufgabe der Weltgemeinschaft, dass in Afghanistan dauerhaft Frieden einkehrt. Ziel ist es dabei, dass sich die Afghanen eines Tages selbst um ihre Sicherheit kümmern. Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist allerdings klar. Oberst der Reserve Erdel geht davon aus, dass wir in Afghanistan noch längere Zeit Streitkräfte brauchen und haben werden. Er sieht zudem eine verstärkte Bedrohungslage und Sie sehen, hier kommt es dann nochmal, der heutigen Zeit unter anderem im Terrorismus und in Guerillamethoden, wogegen man vorgehen müsse. Herzlich willkommen, Herr Oberst der Reserve Erdel. Oberstleutnant im Generalstab Axel Janke ist militärischer Berater bei der Abteilung Vereinte Nationen im Auswärtigen Amt in Berlin. Er trat 1986 als Reserveoffizieranwärter bei der Fallschirmjägertruppe in Nagold in die Bundeswehr ein und wechselte dann zur Panzeraufklärertruppe, ehe er Zugführer und Kompaniechef wurde. Stationen im Bundesministerium der Verteidigung, als Kommandeur eines Panzeraufklärungsbataillons sowie als Grundlagenreferent an der Bundesakademie für Sicherheitspolitik und Auslandseinsätze auf dem Balkan, in Bosnien-Herzegowina, der Leitung eines Krisenunterstützungsteams in Kongo, Elfenbeinküste, Togo und Eritrea gehörten neben einem Einsatz in Afghanistan ebenso zu seinem beruflichen Werdegang. Er sagt: Internationale Sicherheitspolitik wird in den kommenden Jahren für die EU und Deutschland einen starken Bedeutungszuwachs erfahren, bedingt durch eine stärkere Hinwendung der USA nach Asien und ihren massiven Einsparungen im Verteidigungshaushalt werden die Europäer einen erheblich größeren Teil der sicherheitspolitischen Lasten übernehmen müssen. In der NATO insgesamt, aber auch ganz unmittelbar bei der Bewältigung krisenhafter und kriegerischer Entwicklungen in ihrer Nachbarschaft und in Europa angrenzenden Räumen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Herr Janke. Walter Kolbo, parlamentarischer Staatssekretär und Mitglied des Deutschen Bundestages AD, absolvierte seinen Wehrdienst bei der Luftwaffe und ist Hauptmann der Reserve und Mitglied im Verband der Reservisten in Bayern. Er war von 1990 bis 1998 verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, von 1998 bis 2005 parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Verteidigung. Aktuell ist er Vorsitzender der Kommission Sicherheit und Bundeswehr beim SPD-Parteivorstand, Sprecher des Beirats der Akademie für Sicherheitspolitik, einer dem Bundeskanzleramt direkt nachgeordneten Ausbildungsstätte sowie stellvertretender Vorsitzender der Kommission des Deutschen Bundestages zur Überprüfung des Parlamentsvorbehalts bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Er sagt: Heute geht die Gefahr für die internationale Sicherheit von sogenannten transnationalen Bedrohungen, das kommt's wieder, wie Terrorismus oder organisierte Kriminalität aus. Und eine ungleiche Verteilung von Wohlstand kann zu Extremismus und Gewalt führen und der Graben zwischen Arm und Reich vertieft sich. Dies begünstigt die Bildung extremistischer Gruppierungen, die in den betroffenen Staaten voraussichtlich weiter einen Einfluss gewinnen. Herzlich willkommen, Herr Staatssekretär AD Kolbo. Reinhold Rauch ist Leiter der Polizeiinspektion Feuchtwangen. Er wurde 1979 Polizist, war dann von 1990 bis 1993 Dienstgruppenleiter in Rothenburg ob der Tauber und von 1993 bis 1994 in der Verbrechensbekämpfung des Polizeipräsidiums Nürnberg tätig. Weitere Stationen waren Lagezentrum des Bayerischen Innenministeriums, Dezernatsleiter bei der Kriminalpolizei Nürnberg und Leiter der Polizeiinspektion Ansbach, ehe er als Polizist für 14 Monate in den Einsatz nach Afghanistan ging. Er sagt: Afghanistan ist ein Land der dritten Welt mit unvorstellbarem Leid. Auf der Bedürfnispyramide steht die Mehrheit der Bevölkerung auf der untersten Stufe. Hier gilt es, mit unterschiedlichen Maßnahmen anzusetzen, strukturiert und koordiniert. Herzlich willkommen, Herr Rauch. Thomas Silberhorn, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und Mitglied des Deutschen Bundestages, war nach seinem Jurastudium wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für öffentliches Recht, insbesondere Völker- und Europarecht der Universität Bayreuth. Seit 2002 ist er Mitglied des Deutschen Bundestages und Sprecher der CSU-Landesgruppe für Auswärtiges, Verteidigung, Angelegenheiten der EU, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Er sagt:
Gerade in fragilen Kontexten bedarf es einer kohärenten Zusammenarbeit aller Politikfelder. Prävention sollte im Vordergrund stehen. Entwicklungspolitik übernimmt hier eine wichtige Rolle. Sie auch herzlich willkommen, Herr Staatssekretär Bürger. Last but not least, Armin Jelinek, der Moderator unserer heutigen Talkrunde. Er ist stellvertretender Ressortleiter der politischen Redaktion der Nürnberger Nachrichten. Übrigens eine, war mir selbst nicht so bekannt, der größten Zeitungsgruppen in Deutschland. Nach einem Studium der Sozialwissenschaften war er Volontär und dann Lokalredakteur. Seine Arbeitsschwerpunkte sind vor allem Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, Auslandseinsätze der Bundeswehr und humanitäre Hilfe sowie Entwicklungshilfe. Er hat im Rahmen seiner redaktionellen Arbeit mehrfach die Kriegsschauplätze in Bosnien, Kosovo, Makedonien und Afghanistan bereist. Als Moderator besonders interessant erschien er mir und die Wahl ist deshalb auf ihn gefallen, weil er zusätzlich zu den bereits genannten Ländern im Rahmen von prominenten NGOs, Non-Governmental Organizations, Hilfsorganisationen, ehrenamtlich durch eine internationale Brille schaut und weitere Recherchereisen nach Sri Lanka, Guinea, Burkina Faso, Nepal, Indien, Oman, Japan, Ukraine, Rumänien und Ruanda unternommen hat. Sein Motto lautet, Carpe diem, genieße den Tag oder wörtlich nach Horaz, pflücke den Tag im Sinne einer für uns alle interessanten und erfolgreichen Talkrunde. Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Ja, schauen wir mal, wie das mit dem Carpe diem wird. Vielen Dank, Professor Grein, für die ausführliche und sehr freundliche Vorstellung und Begrüßung. Auch von mir ein herzliches Grüß Gott nochmal. Und wir nutzen die Umbaupause, damit ich schon mal Herrn Rauch anmoderiere. Ich denke, wenn wir uns heute um die sicherheitspolitischen Herausforderungen, die Deutschland in Zukunft meistern muss, kümmern wollen, dann macht es Sinn, am Anfang nochmal auf die große sicherheitspolitische Herausforderung, die Deutschland in den vergangenen Monaten und Jahren gemeistert hat, zurückzublicken. Und das ist natürlich der Afghanistan-Einsatz. Sie haben es gerade eben in der Vorstellung von Herrn Grein gehört. Wir haben heute eine ganze Reihe von Afghanistan-Experten zu Gast. Da freuen wir uns auch sehr. Deswegen wollen wir am Anfang ganz kurz auf Afghanistan zurückblicken. Herr Rauch hat, wie gesagt, sehr lange Zeit in Afghanistan verbracht als Ausbilder für die afghanische Polizei. Und er hat uns auch ein paar Bilder mitgebracht von seinem Einsatz, die wir jetzt am Anfang anschauen wollen. Und damit verbunden meine Frage an Herrn Rauch. Ende des Jahres endet ja der internationale Kampfeinsatz in Afghanistan. Danach sind die afghanischen Sicherheitskräfte selbst verantwortlich für das Land. Und meine Frage, während Sie Ihre Bilder vorführen und ein paar Takte dazu sagen, lautet schlicht und ergreifend, schaffen die das ab 1. Januar 2015? Kann die afghanische Polizei tatsächlich die Sicherheitsverantwortung für Afghanistan übernehmen? Bitte, Herr Rauch. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, die ich ganz kurz zeigen möchte, dass man einen gewissen Eindruck von Afghanistan bekommt. Herr Jelinek hat es gesagt, ich war 14 Monate dort, habe mich überwiegend in Kabul aufgehalten. Wir haben uns darauf verständigt, dass ich lediglich 8 Bilder zeige. Ich habe es anfangs gesagt, in Afghanistan ist ein sehr, sehr armes Land. Das ist für uns gar nicht vorstellbar, wie die Menschen in Afghanistan leben. Es sind über 30 Millionen Menschen geschätzt, die in Afghanistan leben. Das durchschnittliche Einkommen liegt zwischen 50 und 100 Dollar. Die Preise sind relativ hoch. Man zahlt für einen Liter Diesel einen Euro. Also die Menschen können auf keinem hohen Level leben. Die Frauen sind unterdrückt. Wir sprechen von Gender, wir wollen Gleichberechtigung der Geschlechter. Das wird in Ansätzen verfolgt, aber es sind auch gewisse Schritte erkennbar, es sind Fortschritte erkennbar, aber von einer Gleichberechtigung von Mann und Frau kann in Afghanistan keine Rede sein. Wir sehen hier beim Metzger ein Bild, wo die Frauen in der Burka einkaufen gehen. Die Burka ist das übliche Kleidungsstück der Frauen, obwohl die Burka-Pflicht 2001 aufgehoben wurde. Die Taliban haben diese Burka-Pflicht 1996 eingeführt, 2001 aufgehoben und trotzdem sind heute noch 90% der erwachsenen Frauen in der Burka auf den Straßen in Kabul unterwegs.
Die hygienischen Umstände in dieser Stadt erreichen wir im Sommer Temperaturen von über 40 Grad, muss man nicht näher erläutern. Das ist auch ein symptomatisches Bild. Nach dem Krieg, nach dem Bürgerkrieg, sind in Kabul 30.000 Witwen ohne Versorgung zurückgeblieben. Es gibt kein Sozialsystem, kein soziales Netz, das jemanden auffängt. Das heißt, die Frau ist abhängig vom Betteln. Wir hatten an der Polizeiakademie regelmäßig Aufträge für eine Witwenküche. Das sind also die Witwen von getöteten Polizisten, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie Essen kochen, eine Art Catering machen, das Essen auch bringen. Und da haben wir uns dann im kleinen Maße beteiligt, indem wir dort das Essen gekauft haben, um denen Frauen ein gewisses Einkommen zu ermöglichen. Sehr häufig sieht man halt danach die Kinder, die zu den Schutzlosen in dieser Gesellschaft gehören, die mit auf der Straße eingesetzt werden, um das Leid noch drastischer darzustellen, um eben einen größeren Erfolg beim Betteln zu erzielen. Wobei man auch sagen muss, Almosen zu geben ist eine der fünf Säulen des Islam und das wird auch praktiziert, das sieht man auch. Die Autofahrer halten an und reichen Scheine raus, also es wird auch gegeben, es ist nicht so, dass nicht gegeben würde. Polioopfer, es gibt noch drei Länder auf dieser Erde, wo Polio endemisch ist, neben Nigeria, Pakistan, eben auch Afghanistan. Auch diese Menschen haben keine Chance, Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist eines der drastischeren Bilder, den hat man öfters gesehen, der war in der Innenstadt unterwegs, läuft mit den Händen, wo er Schuhe drüber zieht, um eben auf sein Leid aufmerksam zu machen und Almosen zu bekommen. Jetzt kommen wir zur Polizeiausbildung. Afghanistan hat zurzeit, Sie erlauben, dass ich mich wieder hinsetze, Afghanistan hat zurzeit etwa 148.000 Mann. Man muss das ein bisschen erläutern, um die Frage auch angehen zu können. 148.000, wobei 73.000, nahezu die Hälfte, einfache Patrolmen sind. Patrolman heißt, dieser Polizist kann im Regelfall zu nahezu 100% nicht lesen und nicht schreiben. Die haben eine Ausbildung von 8 Wochen, die war früher 6 Wochen. 20.000 Polizisten haben gar keine Ausbildung, haben trotzdem eine Uniform und eine Kalaschnikow, das ist die Standardausrüstung des afghanischen Polizisten. Die werden eingesetzt im Regelfall an Checkpoints, wo sie Fahrzeuge kontrollieren sollen, wo sie versuchen, Waffen und Sprengstoff, der in die Stadt gebracht wird, vor dessen Einsatz zu beschlagnahmen. Das gelingt nicht immer. Das gelingt, ehrlich gesagt, selten. Es gibt einen Ring of Steel in Kabul, das sind 25 Checkpoints. Dieser Ring of Steel hat 790 Polizisten, davon 642 einfache Patrolmen, Analphabeten. Die brauchen, um eine Schicht zu bestücken, 148 Mann und versuchen dann, dass an jedem Checkpoint mindestens einer steht, der lesen und schreiben kann. Die betreiben Fahndung mit Motorola, Handfunksprechgeräten. Da werden Kennzeichen durchgegeben, da werden Fahndungsinhalte durchgegeben, aber die Kennzeichen kann keiner lesen. Bei der Fahndung stößt man hier schon an die Grenzen, dass man nicht einmal die simple Kennzeichenfahndung gewährleisten kann. Die Erfolge dieses Ring of Steel liegen überwiegend in der Beschlagnahme von Fahrzeugen mit getönten Scheiben, weil das in Kabul nicht zulässig ist, mit getönten Scheiben zu fahren. Und die Stadt ist, glaube ich, 2 Millionen Menschen ungefähr groß, 5 oder? 5 Millionen oder mit dem Konglomerat. Ja. Mhm. Dennoch leben 80% der Bevölkerung auf dem Land und nur 20% in den Städten. Bei der Polizei geht es weiter. Also 8 Wochen Ausbildung haben wir für den Patrolman, der nicht lesen und nicht schreiben kann, der nicht mitschreibt im Unterricht, der nicht nachlesen kann, der keine Bücher lesen kann, der dann eben entlassen wird, teilweise ohne Ausbildung entlassen wird. Wir haben das Problem, dass pro Monat 1.840 Polizisten durchschnittlich aus dem Dienst ausscheiden. Man spricht von der Attrition Rate. 80 werden pro Woche getötet. Wir haben eine Zahl, die letztes Jahr im Laufe der Fighting Season, dieser Kampfsaison, die losgeht mit Neujahr, 21. März, bis Ende August, da waren es 1.792 getötete Polizisten.
Das waren 5,5 Monate. Dazu kommt, dass welche verletzt werden und keinen Dienst mehr machen können. Und andere erkennen, in welcher Lage sie jetzt sind, welche Aufgaben sie haben, wie der Dienst abläuft. Die sind also 2 bis 3 Wochen am Checkpoint ohne 1 Stunde Freizeit. Sie dürfen dann den Checkpoint für 1 bis 2 Tage verlassen, was sie aber nicht tun, denn wenn sie den Checkpoint verlassen, müssen sie für ihre Unterkunft und für ihr Essen selber sorgen. Am Checkpoint, wenn sie verbleiben, wird Essen geliefert und sie sind soweit versorgt. Sie werden grundsätzlich fern der Heimat eingesetzt, um der umgreifenden Korruption in diesem Land ein bisschen entgegenzutreten. Man setzt sie dort ein, wo eben nicht die Familie lebt, wo nicht die Bekannten leben. Deswegen sind sie weit weg von der Heimat. Eine Heimreise zu der Familie rentiert sich damit nicht. 1.840 pro Monat, die nachersetzt werden müssen, das bedeutet 22.000 Polizisten müssen pro Jahr nachersetzt und ausgebildet werden. 22.000 Polizisten, ziehen wir die Getöteten und Verletzten ab, haben aber gewisse Kompetenzen und Insiderkenntnisse erlangt, die jetzt nicht mehr dem Staat zur Verfügung stehen, sondern möglicherweise anderen Gruppierungen zur Verfügung stehen. 22.000 pro Jahr heißt aber auch, dass innerhalb von 6 bis 7 Jahren die Truppe durchschnittlich einmal komplett durchgemischt wird. Und es ist natürlich eine Herausforderung, die Leute weiterhin auszubilden. Und deswegen kann man die Ausbildung auch nicht ohne weiteres verlängern und sagen, wir machen halt jetzt ein halbes Jahr oder Jahr Ausbildung. Denn dann können wir die Zielgrößen, die wir verfolgen, ja nicht mehr gewährleisten. Und die Zielgröße ist 157.000 Mann. Die 148.000 möchte ich nur anfügen, ob es tatsächlich 148.000 sind, das weiß man auch nicht. Wir wissen nur, dass wir die Gehälter für 148.000 Polizisten bezahlen. 3% dieser Gehälter zahlt der afghanische Staat, 97% zahlt die internationale Gemeinschaft. Deutschland ist der drittgrößte Geldgeber. Wir haben dann Unteroffiziere, das ist so vergleichbar mit dem mittleren Dienst bei uns. Da haben wir 49.000 Mann. Diese 49.000 Mann haben wir solide Ausbildung. Die machen die gleiche Grundausbildung wie der Patrolman, 8 Wochen, und setzen noch einmal 8 Wochen drauf. Die können meistens lesen und schreiben. Und dann haben wir noch Offiziere. Also, und Voraussetzung ist 9 Jahre Schulbildung ohne Abschluss. Man muss nur 9 Jahre in der Schule gewesen sein. Das Gleiche gilt für einen Offizier, der muss 12 Jahre in der Schule gewesen sein, kann trotzdem oftmals nicht lesen und schreiben. Die meisten können es dann doch, aber wir haben eine Durchfallerquote gehabt an der Akademie von 50% bei der ersten Prüfung. Die haben die Fragen nicht lesen können, das war das Problem. Da haben wir 25.000 Mann von den Offizieren und das ergibt diese Gesamtstärke von 148.000, die wir bezahlen. Jetzt komme ich zurück ins Jahr 2002, als das Ganze losgegangen ist. Da hatten wir in Afghanistan praktisch keine funktionierende Polizei. Verglichen mit 2002 ist das ein riesiger Fortschritt. Ich möchte die Anstrengungen, die wir dort unternehmen, keinesfalls kleinreden. Viele Kollegen, viele Soldaten, viele Polizisten und viele Mitglieder von den NGOs haben dort wertvolle Hilfe geleistet mit hohem Engagement, hohem Risiko. Wir haben Tote zu beklagen. Und es wäre fatal, wenn Afghanistan ein Failed State würde. Ich glaube, das kann sich die Weltgemeinschaft nicht leisten, noch einen Failed State in dieser Region. Herr Rauch, Sie denken ein wenig an die Zeit? Ich denke ein wenig an die Zeit. Er war 14 Monate da, das ist ja, schwer zusammenzufassen. Das Bild zeigt die Ausbildung. Es zeigt die Ausbildung in Afghanistan. Am Sandkasten werden die Polizisten trainiert. Dort wird gezeigt, wie man einen Checkpoint einrichtet, wie man ein Haus umstellt, wie man Personen durchsucht, wie man Fahrzeuge durchsucht. Darauf beschränkt sich die Polizeiausbildung. Die wissen nicht, dass es in Afghanistan eine Verfassung gibt. Das ist denen gar nicht bekannt. Oder dass es ein Strafgesetzbuch gibt und drei Strafprozessordnungen haben die zurzeit. Ist den Polizisten nicht bekannt. Das sind Dienststellenleiter. Alles bis auf den Vorder, das ist ein Dolmetscher, alle anderen sind Dienststellenleiter, der im blauen Hemd eingeschlossen. Die kommen aus ganz Afghanistan, machen dort Lehrgänge, die dauern 4 Wochen und ich habe dort unterrichtet in Einsatzlehre und Führungslehre. Man stößt auf einzelne Kollegen, die richtig gut sind. Einzelne waren in der Ex-DDR auch zur Ausbildung in der Zeit der Sowjetunion, 79, 89. Die sind richtig gut und dann gibt es halt welche, die sind richtig schlecht.
die haben keine Ausbildung, die haben Verwandtschaft und haben deswegen diesen Posten. Der nächste Level, das ist der Provinzkommandeur. Afghanistan hat 34 Provinzen. Der Provinzkommandeur, der zahlt für seine Beschäftigung, für seinen Posten $100.000 Schmiergeld. Und um dieses Schmiergeld wieder reinzuholen, das kann er nicht verdienen, der verdient $1.000 pro Monat. Das würde 10 Jahre dauern, bis er das eingearbeitet hat. Der hat andere Einnahmequellen. Und das ist auch eins der Probleme, die man hat bei der Besoldung der Polizisten. Mittlerweile ist man übergegangen, dass man diese Gehälter über ein Handy anweist, elektronisch anweist. Und da gibt es einen Provinzkommandeur, der hat allen Polizisten, die das wollten, diese Anweisung übers Handy, die SIM-Karte weggenommen, damit das Geld wieder zu ihm kommt. Der ist verurteilt worden, aber man sieht, die versuchen also immer wieder irgendwo sich Einnahmequellen zu eröffnen. Ein Staatsanwalt übrigens verdient die Hälfte eines Polizisten. Der einfache Polizist verdient $165, der Staatsanwalt verdient $80. Ist aber für den Staatsanwalt kein Problem, weil der kann ja die Fälle einstellen gegen ein entsprechendes Honorar. Hier ist einer dabei, der spricht nur Paschtu und kein Dari. Der Unterricht ist eben, der Dolmetscher übersetzt den Dari. Und dann sagt er am dritten Tag, er hat bisher gar nichts verstanden, weil er nur Paschtu spricht. Das hätte er auch früher so erkannt. Ne? Der Dolmetscher war in der Lage, dann auf Paschtu abzudecken, aber die sehen das recht entspannt. Es kommt auch keiner am ersten Tag. Der erste Tag ist der Samstag. Da ist normalerweise gar keiner da. Sonntag 1 bis 2, das sind sie aus dem Raum Kabul. Und nach 3 bis 4 Tagen sind es dann meistens vollzählig. Das liegt daran, dass die aus ganz Afghanistan kommen. Die durchschnittliche Entfernung in Afghanistan zur nächsten befahrbaren Straße beträgt 3,1 Kilometer. Badakhshan im Norden, wo auch die deutsche Bundeswehr tätig ist, ist die durchschnittliche Entfernung zur nächsten befahrbaren Straße 19,3 Kilometer. Der muss mit dem Esel erst einmal rausreiten aus den Bergen, bis er zu einer Straße kommt, wo vielleicht einmal ein Bus kommt, der ihn dann nach Kabul bringt. Zeigen Sie uns vielleicht noch das Foto mit. Genau, das, da war ich scharf drauf, dass Sie das noch zeigen. Ja. Das ist Pulicharki, eines der 34 Gefängnisse in Afghanistan. Jede Provinz hat ein Gefängnis. Pulicharki ist ein sehr großes Gefängnis in Kabul. Dort werden alle Todesstrafen vollstreckt. Der Strafvollzug in Afghanistan ist in Polizeihand. Der war für 4 Jahre in Justizhand, hat nicht funktioniert. Jetzt funktioniert es, weil es die Polizei macht. Es sind 7.188 Polizisten von diesen 48.000, die sich um den Strafvollzug kümmern. Dort sind 7.500 Gefangene. Es gibt 3 Zellengrößen. Die kleine Zelle für 3 Gefangene, das sind hochgefährliche Gewalttäter, 3 Mann in einer Zelle. Die nächste Zellengröße ist 100 Mann in einem Raum und der Standard ist 200 Mann in einem Raum. So wird der Strafvollzug betrieben und die Verantwortlichen sprechen allen Ernstes von Resozialisierung und man will der Gesellschaft nach der Gefängnisstrafe ein vollwertiges Mitglied zurückgeben. Das haben wir Ihnen gesagt, dass Sie das machen sollen, das haben Sie auch aufgeschrieben und jetzt wird es auch so gemacht. Dort werden die Todesstrafen vollstreckt und zwar für ganz Afghanistan. Pulicharki ist ein Ort, da muss man nicht gewesen sein. Wie gesagt, das ist der Strafvollzug in Afghanistan. Ich habe jetzt ganz kurz angerissen, die 3 Ebenen, die wir haben. Offiziere, 4 Jahre Ausbildung, teilweise nicht lese- und schreibfertig. Unteroffiziere, 16 Wochen Ausbildung. Und die normalen Patrolmen mit 8 Wochen Ausbildung. Bei der Gesamttruppe eine Analphabetenrate von über 50%. Und eine Verlustrate von durchschnittlich 1.840 Mann pro Monat, 22.000 pro Jahr. Das sind die Herausforderungen, denen sich die afghanische Polizei, der afghanische Staat mit dem Abzug der Kampftruppen zum Ende dieses Jahres konfrontiert sieht. Ich hoffe, dass Afghanistan in der Lage sein wird, die Sicherheit im Land aufrechtzuerhalten. Ich habe aber sehr, sehr große Sorgen, dass dies zumindest nicht überall gelingen wird. Wir haben heute Distrikte und Provinzen, die sind in der Hand des Staates. Wir haben aber auch ganze Distrikte, die komplett von den Taliban beherrscht werden. Und ich wage die Prognose, das wird sich auch in den nächsten Jahren noch so fortsetzen. Wenn wir uns weiter zurückziehen, wenn die entsprechenden Gelder nicht mehr bereitgestellt werden, dann wird sich die Situation keinesfalls verbessern.
Vielen Dank, Herr Rauch, für Ihre eindrücklichen Bilder und auch vor allen Dingen auch eindrücklichen Zahlen. Ich gebe die Frage mal, wie wird sich Afghanistan ab Januar 2015 entwickeln, vor allen Dingen die Sicherheit dort, gebe ich mal an Herrn General Berg weiter. Sie kennen ja auch die Lage von vor Ort. Wie stellt sich es für Sie bei der afghanischen Armee dar? Ist die in der Lage, Sicherheit zu garantieren ab nächsten Jahr? Nehmen Sie ruhig das Mikro, oder? Ich knüpfe an das an, was Herr Rauch sagte. Also erstens befürchte ich mal, Sie müssen es. Zweitens denke ich, können Sie es. Und drittens, ob Sie es tun, bleibt abzuwarten. Zum ersten Punkt. Sie alle verfolgen die politische Entwicklung in Afghanistan. Man ist jetzt übereingekommen, die Stimmen der Präsidentschaftswahl nochmal auszuzählen. Das wird eine Zeit lang dauern. Wenn alles gut geht, wird es am 1. September einen neuen Präsidenten geben. Und wenn alles weitere gut geht, wird der dann hoffentlich ziemlich schnell das bilaterale Sicherheitsabkommen mit den USA zeichnen, das wiederum Voraussetzung ist für ein Sicherheitsabkommen mit allen NATO-Truppen. Wenn das nicht läuft, befindet sich Ende diesen Jahres nicht nur keine Kampftruppen mehr in Afghanistan, sondern dann steht auch die ganze, wie es von der Bezeichnung her heißt, Resolute Support Mission mit einem großen Fragezeichen vor uns. Die wird es dann möglicherweise nicht geben. Das ist das Erste. Können Sie es? Die afghanischen Streitkräfte haben in den letzten Jahren unheimlich viel gelernt und tragen eigentlich bereits seit, 18 Monate plus minus die Hauptlast des Kampfes mit den Taliban. Das sind sehr gut ausgebildete Soldaten. Und mittlerweile können sie auch auf taktischer und operativer Ebene alleine Gefechte führen. Wir haben sie bisher unterstützt mit Beratern, aber zunehmend machen sie das ganz allein, von der Planung angefangen bis zur Durchführung. Können sie es? Auch wenn, das, was wir militärischerseits als Enabler bezeichnen, also Unterstützung, luftnahe Unterstützung und sowas, wenn das wegfallen sollte. Das haben die Taliban ja auch nicht. Nochmal, können Sie es? Und jetzt kommt der nächste Punkt, ob Sie es tun, bleibt abzuwarten. Und das geht in die Richtung, was auch Sie, Herr Rauch, sagten. Das hängt viel davon ab, wie sich die Soldaten, das Individuum, mit seinem Staat und mit seinem Dienst identifizieren wird. Und das wiederum hängt davon ab, ob er anständig bezahlt wird. Und anständig heißt unterm Strich, er braucht so viel Geld, dass er seine Familie einen Monat durchbringen kann. Wenn das gewährleistet ist, dann habe ich ziemlich großes Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Streitkräfte. Bedeutet aber, Geld muss fließen. Das Geld der internationalen Gemeinschaft muss fließen. Wenn diese Voraussetzung wegfällt, hat das erhebliche Konsequenzen für die Stabilität. Unterm Strich, alle Aussagen, die im politischen Raum, das ist meine persönliche Meinung, auch im militärischen Raum offiziell getätigt werden, wir haben viel erreicht, sind richtig, das stimmt. Wir haben sehr viel erreicht und alle, die da beteiligt waren, können mit Stolz sagen, dazu haben wir beigetragen. Wie lange es hält und trägt, das ist das, was abzuwarten bleibt. Und dafür ist das, was ich gerade beschrieben habe, eine der Voraussetzungen. Vielen Dank, Herr Berg. Ja, wir wollen ein bisschen von Afghanistan weggehen natürlich und uns auch den Blick in die Zukunft werfen. Herr Kolbo, meine nächste Frage geht an Sie. Bundespräsident Gauck, Verteidigungsministerin von der Leyen, Außenminister Steinmeier haben ja in den vergangenen Monaten für mächtig Schlagzeilen gesorgt mit ihrer Äußerung Anfang des Jahres bei der Münchner Sicherheitskonferenz, dass Deutschland eben mehr internationale Verantwortung übernehmen sollte, bis hin zur militärischen Option, wenn es denn angeraten ist. Was meinen Sie, stehen wir da tatsächlich vor einer außenpolitischen Zeitenwende oder war das reine Ankündigungspolitik, die die drei da betrieben haben? Ich glaube, das war eine logische Entwicklung, die sich aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft hinein entwickeln wird. Und deswegen war es nicht nur Ankündigung, sondern es war politisch verantwortlich, dies zu sagen und damit auch Deutschland in die Pflicht zu nehmen. Sie haben freundlicherweise darauf hingewiesen, dass ich spreche mit Roderich Kiesewetter des Beirats bei der Bundesakademie für Sicherheitspolitik bin. Und wir haben für die veränderte Ausbildungskonzeption für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in der Bundesrepublik Deutschland, in den Bundesministerien, in der Wirtschaft, bei
der Medien auch in unserer Satzung darauf hingewiesen, dass wir eine Veränderung, und zwar bevor von der Leyen und bevor der Bundespräsident darüber gesprochen haben, dass wir von der Kultur der Zurückhaltung in die Kultur der Verantwortung wechseln müssen. Ich bin 1944 geboren, also noch im Zweiten Weltkrieg, und bin als über 70-Jähriger Mitglied der Wertegemeinschaft NATO, Europäische Union und auch der Vereinten Nationen. Und unsere Schlussfolgerung aus unserem Zweiten Weltkrieg, aus dem Ersten Weltkrieg, ist nie wieder Krieg und nie wieder allein. Wir werden in Bündnissen die Verantwortung auch mit übernehmen müssen für die Friedensgesellschaft der Zukunft, die immer wieder herausgefordert wird und über die wir heute über diese Herausforderungen auch sprechen. Und deswegen muss das, was unsere politischen gewählten Repräsentantinnen und Repräsentanten sagen, auch von der Bürgerschaft mitgetragen werden. Wenn dies nicht gelingt, innenpolitisch uns auch so fortzuentwickeln, wie wir uns außenpolitisch darstellen müssen, dann werden wir große Probleme haben. Und deswegen ist diese Brückenveranstaltung, diese Transmissionsriemenschaft auch des Reservistenverbandes so wichtig und das sich öffnen in die Gesellschaft hinein zur Dialogfähigkeit über ein Mehr an politische Verantwortung, was nicht heißt, dass das an Mehr an militärischer Verantwortung von Grund auf sein muss, sondern es muss ein Mehr an politischer Verantwortung sein und an dessen Ende wird stehen müssen. Wer gestern Abend den Kommentar gehört hat zu den Ereignissen in der Ostukraine bei dem Abschuss des Flugzeuges, der hat den deutschen Kommentator sagen hören, dass man einen Entwaffnungseinsatz der internationalen Gemeinschaft in der Ukraine erwarten muss, um dort die Krise zu lösen, in der wir uns befinden. Und das zeigt die Bandbreite auf, in der wir stehen und die Herausforderungen, die mit vollem Ernst von unserem Bundespräsidenten, von der Verteidigungsministerin, vom Außenminister gesagt worden ist und wofür ich denke, auch die Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger nicht nur in der Bundesregierung, sondern auch im Deutschen Bundestag stehen, obwohl natürlich Opposition leichter ist in diesem Fall, als Verantwortung zu tragen für einen so schwierigen Weg, der durch die internationale Lage auch vorgegeben ist und durch unsere Situation. Wir sind nicht die Schweiz Europas, wir müssen nicht Amerika Europas sein, aber wir müssen Verantwortungsträger in Europa und in der Welt sein. Vielen Dank. Den Ball spiele ich gleich mal an Herrn Erdl weiter. Als ehemaliges Mitglied im Bundestag, jetzt als Lokalpolitiker. Diese Verantwortungsgemeinschaft ist ja innerhalb der deutschen Bürgerschaft äußerst unpopulär. Also ich glaube, 2/3 der Deutschen halten nichts von dieser größeren Verantwortung Deutschlands auf dem internationalen Parkett, von weiteren Auslandsmissionen der Bundeswehr schon gleich gar nicht. Wie wollen Sie die Bürger davon überzeugen, dass es vielleicht doch sinnvoll ist, in Zukunft nicht weiter am Straßenrand zu stehen und zuzugucken, was der Rest so treibt, sondern sich vielleicht selber auch einzumischen und zu engagieren? Oder andersrum gefragt, haben die Bürger nicht vielleicht recht mit ihrer Zurückhaltung? So rum könnten wir es ja auch mal betrachten. Mikro bitte. Ah nee, Sie haben ja eins. Hört man mich? Nein. Nee, dann nimmst du es. Wir werden es schon noch schaffen. So, ja. Also zunächst vielen Dank, dass wir jetzt von Afghanistan weg diesen Bogen geschafft haben, auch zur globalen Herausforderung. Zunächst mal lassen Sie mich, bevor ich auf Ihre Frage eingehe, vielleicht noch zwei Sätze zu dem, was wir bisher diskutiert haben, sagen. Ich glaube, wenn wir das heutige Thema nehmen, sind wir auf die aktuellen Entwicklungen auch vorbereitet. Dann ist Afghanistan nur ein Mosaikstein dessen, was auf uns zukommen wird. Denn die aktuellen Herausforderungen des Jahres 2020 müsste eigentlich die Analyse des Jahres 2014 sein.
oder andersrum gesagt, unsere aktuellen Herausforderungen, und die ändern sich ja täglich, gestern, vorgestern in der Ukraine, vor Wochen oder vor wenigen Tagen im Nahen Osten, vor Wochen im Irak und vor Monaten in Syrien, ist man in der Lage, solche Entwicklungen vorauszusehen, zum einen. Und zum anderen ist wirklich die Frage, sind wir strukturell darauf vorbereitet? Oder sind unsere Sicherheitsstrukturen immer noch sehr stark an vielleicht überkommenen Szenarien orientiert? Also wir werden in dieser Kulisse die große Panzerschlacht nicht mehr führen. Wir werden auch die großen Landungsoperationen mit 100.000 Mann, die man zurzeit täglich bei NTV sehen kann, auch nicht mehr führen. Wir werden ein neues Szenario betrachten müssen, wo sehr vielfältige Akteure tätig sind. Und das, was gestern passiert ist, wenn wir in die Geschichte schauen, über Stalingrad war es nahezu unmöglich, dass ein Passagierflugzeug abgeschossen wird, denn damals gab es keine. Also Entwicklungen müssen wir aufnehmen. Und dann komme ich zu Ihrer Frage. Wir sind, glaube ich, in Deutschland 60 Jahre oder 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg trotzdem alle, so wie wir hier sind, die Kinder dieses Zweiten Weltkrieges. Wir sind in den letzten 60 Jahren zu einem, ich sag mal, unterschwelligen Pazifismus erzogen worden. Denn ich will es mal so teilen, auch, und man hört das bei verschiedenen politischen Diskussionen immer wieder auch heraus, die Welt ist geteilt in Täter, Opfer und Sieger. Man sieht es beim Umgang mit Veteranen, man sieht es aber auch, wenn man mit der Gesellschaft diskutiert. Und deswegen ist das Verhältnis der deutschen Bevölkerung zur Bundeswehr ein ganz anderes als der französischen Bevölkerung zu ihrer Armee und das Verhältnis der Amerikaner zu ihrer Armee. Wenn wir jetzt also versuchen, international tätig zu werden, dann haben wir, was solche Einsätze betrifft, was sicherheitspolitische Herausforderungen betrifft, eine sehr starke gesellschaftliche Unterscheidung. Das ist vielleicht auch so ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Wir gehen mit bestimmten internationalen Herausforderungen anders um als unsere Partnerländer. Und es zeigt sich am ehesten auch, wenn man versucht, mal die Herausforderungen so zu strukturieren, auf nationale, europäische und internationale Verpflichtungen. Wenn Sie den Bürger auf der Straße fragen, ob er bereit ist, Militär zur Landesverteidigung einzusetzen, dann werden Sie 90% Zustimmung bekommen. Vielleicht oder 95, auch hier im Saal. Wenn Sie dann sagen, wie gehen wir mit europäischen Streitkräften um, mit einem möglichen, ich sag mal, europäischen Oberkommando, dann wird das Ganze schon wesentlich problematischer. Zum einen, weil es unterschiedliche Mechanismen gibt, Streitkräfte zum Einsatz zu bringen. Stichwort Parlamentsvorbehalt in Deutschland. Präsident in Frankreich kann gewissermaßen selbst entscheiden. Und ganz spannend wird es dann, wenn wir hier im Raum auch die Frage diskutieren, wo wollen wir uns international committen? Afghanistan. Gehen wir nach Mali? Wie schaut es aus, wenn wir eventuell deutsche Soldaten an der eben genannten, von Herrn Kolber genannten und zitierten Aussage, wenn wir Soldaten in die Ukraine schicken sollten? Wie gehen wir damit um, wenn es darum geht, deutsche Soldaten in den Gazastreifen zu schicken oder nach Israel oder nach Syrien oder in den Irak? Also wir werden eine gesellschaftliche Diskussion führen vor dem Hintergrund solcher Anforderungen, die sich in Deutschland ganz drastisch von der Diskussion in den Vereinigten Staaten unterscheiden wird. Und die Diskussion haben wir ja noch nicht wirklich geführt. Also Bundespräsident Gauck hat meines Wissens vorgerechnet, als er das gesagt hat mit der größeren deutschen Verantwortung, dass wir seit 1990, glaube ich, 240 Mal im Bundestag über Verlängerung bzw. Erstmandat für Auslandseinsätze diskutiert haben, aber bloß 7 oder 8 oder 10 größere Debatten über tatsächlich Sicherheitspolitik geführt haben. Jetzt wollte ich mal Herrn Janke ins Spiel bringen, weil Sie, Herr Erdl, Sie haben es gerade eben gesagt, mit der vernetzten Sicherheitspolitik. Wie sieht es denn aus Ihrer Sicht aus? Also haben wir denn schon eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik? Also ich weiß natürlich, dass es Leitlinien gibt, dass es Papiere dazu gibt, aber gibt es die de facto auch schon?
Hallo? Ja. Ja. Also wir haben natürlich eine europäische Vorgehensweise. Wir haben auch zahlreiche Missionen in Afrika und sonst wo, wo die Europäische Union agiert. Auch zukünftig in der Zentralafrikanischen Republik. Das heißt, ja, so etwas gibt es. Die Frage ist, ist das schon so weit vorgedrungen, dass es ein effektives, ein effizientes Mittel ist, das auch wirklich Probleme nachhaltig und substanziell lösen kann. Und da ist eher Fragezeichen. Wir sehen das bei dem aktuellen Prozess, die europäischen Kräfte für die Zentralafrikanische Republik zu generieren. Wir sind jetzt, haben gerade die 6. Truppenstellerkonferenz absolviert. Ein ausgesprochen mühsames Geschäft. Und daran sieht man, dass Schnelligkeit, Schlagkraft und Sonstiges, was man vielleicht theoretisch mit EU-Battlegroups und anderen vorgesehen hat, in der Praxis so nicht funktioniert. Gleichwohl muss man sich fragen, was sind die Alternativen? Und wenn ich als Militär das einmal einstufen darf, nach meiner persönlichen Einschätzung, dann wäre das effizienteste Mittel der rein nationale Einsatz. Und da ist es egal, ob es die Bundeswehr betrifft, die französische Armee oder die US-Streitkräfte. Für ein Militär ist es grundsätzlich das effizienteste, national eingesetzt zu werden. Für die Bundeswehr greift dies nur in einem einzigen Fall, das ist der Fall der Evakuierung. Ansonsten haben wir uns hier verpflichtet, nur multilateral vorzugehen. Die zweiteffektivste Form meiner Ansicht nach ist die NATO. Dort sind wir seit Jahrzehnten stark eingespielt und es gab mehrere Einsätze, nicht zuletzt jetzt der über 12-jährige Afghanistan-Einsatz, der wie ein Katalysator auch auf die operative Fähigkeit der NATO-Streitkräfte gewirkt hat. Also das ist, glaube ich, noch als effizient zu beurteilen. Und dann gibt es eine entsprechende Abstufung. Die Europäische Union ist zumindest in militärischen Fragen schon nicht mehr ganz so doll, um das mal umgangssprachlich auszudrücken. Und noch etwas weiter dahinter befindet sich alles, was im Kontext der Vereinten Nationen militärisch passiert. Das ist die Lage aktuell. Ich fände es aber wichtig, wenn wir darüber nachdenken sollten, ob nicht trotzdem bestimmte Aspekte, zum Beispiel im Kontext der Vereinten Nationen, ganz aktuell Nordafrika, stärker Berücksichtigung finden sollten, auch die Bundeswehr hier sich stärker öffnet, möglichen Engagements im Rahmen der Vereinten Nationen. Mhm. Vielen Dank bis hierher. Herr Silberhorn, wir haben jetzt wieder die ganze Zeit nur über militärische Optionen diskutiert. So war es ja wohl auch nicht gemeint, als Bundespräsident Gauck auf der Münchner Sicherheitstagung gesprochen hat. Er hat ja die militärische Option so als Ultima Ratio dargestellt. Meine Frage an Sie aus dem Entwicklungshilfeministerium, ich bezeichne es mal vulgo noch so, weil der andere Begriff so kompliziert ist und das andere gut eingeführt ist. Was gäbe es denn aus Ihrer Sicht an nicht-militärischen Optionen, mit denen sich Deutschland tatsächlich stärker in der internationalen Krisenbewältigung engagieren könnte? Ja, vielen Dank. Dass die entwicklungspolitische Perspektive in einer sicherheitspolitischen Debatte zum Ende zum Tragen kommt, halte ich für symptomatisch, aber nicht für ausreichend. Die Debatte, die der Bundespräsident angestoßen hat über die Rolle Deutschlands in der Welt, über wachsende Verantwortung und für die er bewusst das Forum der Münchner Sicherheitskonferenz gewählt hat als die größte sicherheitspolitische Konferenz weltweit, hat schon einen richtigen Ansatzpunkt. Wir müssen in der Tat viel stärker über die globalen Herausforderungen reden, vor denen wir stehen. Aber es ist gleichzeitig ein Manko dieser Debatte, dass die entwicklungspolitische Perspektive dabei völlig unberücksichtigt geblieben ist. Völlig unbeachtet. Darüber hat niemand bisher gesprochen. Und die Erfahrung, die die Entwicklungsexperten aus dem Entwicklungsministerium machen, ist, dass dann, wenn Soldaten abziehen, wie wir das in Afghanistan vor uns haben, die Entwicklungsexperten bleiben. Und bevor Soldaten eingesetzt werden, sind in aller Regel Entwicklungsexperten vor Ort. Nur die werden sehr viel weniger wahrgenommen. Denn dort, wo gute Arbeit geleistet wird, wo die Dinge funktionieren, wo nichts passiert,
nimmt man es nicht wahr. Die öffentliche Wahrnehmung tritt erst ein, wenn eine Krise eskaliert. Und deswegen ist die sicherheitspolitische Debatte zumindest in der Öffentlichkeit doch stark verkürzt auf das, was eben die größere Wahrnehmbarkeit erzeugt, wenn ein Konflikt ausbricht. Wenn man aber längerfristig stabile Beziehungen haben will, dann muss man vorher hinschauen und fragen, was kann man denn tun, um die Eskalation von Konflikten zu vermeiden. Und da sind wir wieder bei der entwicklungspolitischen Perspektive. Wir haben einen Konsens in Deutschland darüber, dass militärische Mittel Ultima Ratio sind. Der Begriff ist gefallen. Das halte ich für richtig. Sind wir uns alle einig? Das Mittel der letzten Wahl, wenn es nichts anderes mehr gibt. Aber vor Ultima muss es ja was anderes geben, nämlich zivile Mittel. Und deswegen ist meine Antwort auf diese Debatte: Prima Ratio, das Mittel der ersten Wahl, sind die Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit. Und wir sind auch hier in einer internationalen Debatte darüber, dass wir viel stärker auf fragile Situationen schauen müssen und überlegen müssen, wie wir dazu beitragen können, die Eskalation von Konflikten zu vermeiden. Unser Minister Dr. Gerd Müller ist bei seinen bisherigen Reisen genau in diesen Ländern gewesen, in Jordanien, Libanon, Mali, Südsudan, Zentralafrikanische Republik, Nigeria. Ich nehme nur mal Nigeria, um an dem Beispiel deutlich zu machen, vor welchen globalen Herausforderungen wir stehen. Das Land hat 175 Millionen Einwohner und die Schätzungen gehen dahin, dass das bis zum Jahr 2100 500 Millionen Einwohner werden. So viel wie ganz Europa. Wenn es nicht gelingt, der jungen Generation in diesen Ländern, bei dem Bevölkerungswachstum, das wir gerade auf dem afrikanischen Kontinent haben, eine Perspektive mit Ausbildung und Beschäftigung zu bieten, dann kann sich diese Bevölkerungsexplosion zu einem destabilisierenden Faktor entwickeln. Nicht nur für einzelne Staaten, für ganze Regionen. Und der Ex-Präsident von Nigeria, Obasanjo, ist vor kurzem bei mir gewesen, er ist 77 Jahre alt. Er hat das als die zentrale Herausforderung beschrieben, Perspektiven für junge Leute auf dem afrikanischen Kontinent zu eröffnen. Und das beginnt bei Bildung, Erziehung, Ausbildung, Beschäftigungsperspektive. Wir haben in Afrika ein Durchschnittsalter der Bevölkerung von 19 Jahren im Durchschnitt. Und wir sehen heute schon die Konsequenzen der Flüchtlingsströme, die in Europa auf uns zukommen. Wir haben heute mit 51 Millionen Flüchtlingen, über 50 Millionen Flüchtlingen weltweit geschätzt werden. Die größte Flüchtlingskatastrophe, weit größer als nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir unterhalten uns heftig in Deutschland, ob wir jetzt 10.000 syrische Flüchtlinge mehr aufnehmen. Damit tun wir schon mehr als die meisten anderen in der Europäischen Union. Die Schweden tun im Vergleich zu ihrer Bevölkerungsgröße noch ein bisschen mehr. Aber was bitteschön sind 10 oder jetzt 20.000 Flüchtlinge aus Syrien, wenn wir Millionen in den afrikanischen Ländern, Nordafrika und im Nahen Osten haben. Allein der Libanon, der geschätzt etwa 4 Millionen Einwohner hat, hat über 1 Million Flüchtlinge registriert. Das sind nur die Registrierten. Also wenn Sie es mal ins Verhältnis setzen zu den 80 Millionen Einwohnern in Deutschland, liegen wir bei 20 Millionen. Nur, dass Sie mal die Dimension sehen, vor der ein solches Land wie der Libanon steht. Und dann sieht man, das ist tatsächlich ein großes Gefährdungspotenzial, weil dieses Land droht, destabilisiert zu werden, weil die Infrastruktur das gar nicht mehr aufnehmen kann. Und deswegen geht unsere Politik dahin, präventiv tätig zu werden, mit unseren Instrumenten, mit zivilen Instrumenten darauf hinzuwirken, dass wir Fluchtursachen bekämpfen, dass wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Flüchtlinge zurückkehren können, dass wir zum Beispiel jetzt gerade in den Nachbarländern von Syrien in Erziehung und Bildung investieren, dann wird ihr nicht eine verlorene Generation haben von Kindern und Jugendlichen, die jetzt schon das vierte Jahr nicht mehr in die Schule gehen. Das sind Zustände, die wir während des Zweiten Weltkriegs in ganz Europa nicht hatten. Und deswegen plädiere ich nachhaltig dafür, dass wir die zivilen Instrumente der Entwicklungspolitik mit in den Blick nehmen. Die Entwicklungspolitik hat dort wenig zu sagen, wo es eskaliert und man Soldaten braucht.
Aber ich sage auch dazu, wir werden genau hinschauen, was wir mit den 12,5 Millionen Euro leisten können, die wir jetzt einsetzen, um 80 Soldaten für die Zentralafrikanische Republik abzustellen. Das ist gemessen, also wenn wir die Effektivität messen, werden wir wenig Überraschendes feststellen, ist meine Einschätzung. Wir werden auch, ich sage es nicht ausschließend, wir müssen das eine und das andere tun, aber wir müssen auch stärker in zivile Mittel investieren, in der Konfliktnachsorge. Afghanistan kommt auf uns jetzt zu. Der Entwicklungsminister wird das dann federführend machen, wenn die Soldaten abgezogen sind. Es ist unser größtes Portfolio übrigens in der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit. Der Bund insgesamt mit etwa 430 Millionen Euro, nur für Afghanistan, unser Haus mit 250. Wir haben über 2000 Entwicklungsexperten alleine in Afghanistan vor Ort. Und wir möchten dazu beitragen, dass genau das vermieden wird, was wir jetzt im Irak erleben. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, in der Konfliktnachsorge. Aber wir müssen eben nicht nur in der Konfliktnachsorge schauen, dass wir mittellangfristig die Strukturen in einem Partnerland stabilisieren können, sodass es sich selber tragen kann, sondern wir müssen präventiv darauf schauen, dass Konflikte nicht eskalieren. Und ich bin erst letzte Woche zu diesem Thema und auch in der vorletzten Woche innerhalb der OECD Entwicklungsminister unterwegs gewesen und bei den Vereinten Nationen in New York. Wir haben überall die gleiche Debatte, dass wir mehr für diese fragilen Situationen tun müssen, aber wir stehen vor dem Problem, das ich hier versucht habe, auch zu adressieren. Wir haben auch in den Vereinten Nationen die Sicherheitspolitiker und daneben die Entwicklungspolitiker, und wir müssen sehr aufpassen, dass da nicht ein Silo-Denken stattfindet. Oft ist die Kenntnis des einen vom anderen noch ausgesprochen unterentwickelt. Wir reden zwar viel vom vernetzten Ansatz, aber wir müssen das tatsächlich praktizieren und umsetzen auf allen Ebenen, nicht nur in der Bundesregierung, auch in der Europäischen Union, auch in den Vereinten Nationen. Da steht noch ein gewaltiges Stück Arbeit vor uns. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Silberhorn. Vielen Dank für diese erste spannende Runde hier oben. Ich möchte das jetzt ein bisschen offener Hand haben. Also Sie melden sich einfach. Herr Silberhorn, eine Sache, die ja die Entwicklungshilfe ist das eine, was nicht erwähnt wurde in der öffentlichen Debatte, aber die klassische Diplomatie, die ja auch ein klassisches Instrument ist, um auf Krisen zu reagieren, die ist ja genauso wenig in der Debatte erwähnt worden. So habe ich jedenfalls wahrgenommen, Herr Janke. Wie ist es denn? Erleben wir oder werden wir eventuell eine Renaissance erleben von so Instrumenten, wie es die OSZE, ein klassisches diplomatisches Instrument, ist? Sie war ja jetzt in den letzten Wochen gerade in der Ukraine auch schon wieder stark im Fokus, die OSZE. Gerade gestern erst sind die Beobachter zum Abschussort dieser Maschine gereist, haben dann danach festgestellt, dass die Rebellen sie nicht wirklich ordentlich arbeiten lassen. Also was ist mit so klassischen diplomatischen Instrumenten? Werden die wieder stärker betont werden in den nächsten Jahren? Also nichts ist so schwierig wie Vorhersagen, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Ja. Ne? So fangen wir mal an. Aber mir scheint sicher, dass die Instrumentarien, die man hat, sei es auf nationaler Ebene oder auf internationaler Ebene, dass die in den kommenden Jahren immer wieder neu bewertet werden. Und hier kann es sein, dass die OSZE, die Vereinten Nationen oder andere internationale Organisationen eine neue Gewichtung erhalten, je nachdem, wo der Schwerpunkt ist. Das ist die internationale Ebene. Auf nationaler Ebene möchte ich aus meiner Sicht zwei wichtige Punkte ergänzen zu den Ausführungen von Herrn Staatssekretär Silberhorn. Erstens, der vernetzte Ansatz wird ganz unterschiedlich bewertet. Das geht ja schon spätestens seit 2006 ist die Diskussion am Laufen, und ich glaube, wir haben gewaltige Fortschritte gemacht im Bereich der Vernetzung, und wir sind in vielen Teilbereichen so erfolgreich, dass wir kaum noch merken, wo standen wir eigentlich 2006 und davor. Also bei der Ressortzusammenarbeit, insbesondere in Berlin, aber auch bei der Zusammenarbeit im europäischen Kontext oder VN-Kontext haben wir, glaube ich, enormen Fortschritt gemacht. Dass in der Arena des Einsatzlandes noch Raum für Verbesserung ist, ist unbestritten. Aber ich möchte das betonen, die Form der vernetzten Sicherheit ist in Deutschland nach meiner Bewertung deutlich vorangeschritten, und wir haben viele Folge zu verzeichnen. Der zweite Punkt, die Diskussion.
Herr Staatssekretär, Sie sagten gerade, dass die Entwicklungshilfe in der Situation in der Öffentlichkeit nicht angemessen diskutiert wird. Den kann ich nur beipflichten. So ist das. Aber auch die Frage des Militäreinsatzes wird nicht angemessen diskutiert. Und das möchte ich doch betonen. Es wird sehr schnell der Einsatz der Bundeswehr gleichgesetzt mit der militärischen Mission, die letztlich das Gefecht zu führen hat. Also in einem ganz schnellen logischen Kurzschluss wird der Einsatz des Militärs als Ultima Ratio eingesetzt und dann vor Ort im Zweifel, Beispiel Afghanistan, kommt es zum Schluss zu Gefechtshandlungen. Und in dieser verkürzten Argumentation läuft die gesamte öffentliche Debatte und das führt auch dazu, dass man zu falschen Schlussfolgerungen kommt. Ich weise hier auf eine jüngste Umfrage der Körperstiftung hin. Es wurde die Bundesbevölkerung befragt, ob sie denn Militäreinsätze möchte. Da wurde gesagt, grob 3/4 sind dagegen. Sehr gut, ich danke. Das heißt, die überwältigende Mehrheit will keinen Militäreinsatz. So, wenn Sie jetzt diese drei Argumente nehmen, die Bevölkerung will anscheinend keinen Militäreinsatz, Militäreinsatz ist gleich Gefecht, das wollen wir im Zweifel nicht, höchstens als Ultima Ratio kommt eine Diskussion im öffentlichen Raum zustande, die doch außerordentlich verengt ist. In Wirklichkeit ist es anders. In Wirklichkeit hat die Bundeswehr ein riesiges Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Und das reicht von dem tatsächlichen Kampf über Fragen der Ausbildungshilfe, der Ausstattungshilfe, der Ausbildung von unterschiedlichsten Bereichen bis hin zu Monitoring und so weiter. Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, der Einsatz des Militärs ist nicht die Ultima Ratio, sondern die Bundeswehr kann sowohl auch präventiv eingesetzt werden, um im Rahmen der Ausbildungshilfe, im Rahmen der Ausstattungshilfe und anderer Maßnahmen zu wirken, weit bevor der Konflikt ausbricht. Das heißt, der Einsatz von Waffen durch die Bundeswehr, das Gefecht, das wäre Ihrer Meinung nach die Ultima Ratio? Ja, ich halte den Begriff für unwichtig. Ich halte es jetzt für wichtig, dass wir auch in Demut vor dem, was Herr General Berg sagte, Afghanistan-Erfahrung. Letztlich zeigt es uns doch, dass selbst wenn wir einen enormen Aufwand betreiben, sowohl zivil als auch militärisch, mit über 430 Millionen pro Jahr, zivil und über 5000 Mann, Soldaten, dass wir große Probleme haben, selbst mit stärksten Verbündeten das Problem zu lösen. Und genau so sieht es doch auch in Afrika aus. Sieht es aus im Nahen Osten oder in Osteuropa sonst wo. Das heißt, die Frage, können wir wirklich effektiv helfen, ist ja vorsichtig zu beantworten. Und wenn das so ist, dann plädiere ich nur dafür, die Mittel, die wir haben, so gut wie möglich einzusetzen. Und das erfordert eine öffentliche Diskussion zur Frage, wie setzen wir Entwicklungshilfe effizienter vielleicht noch als bisher ein? Vielleicht können wir den Fokus stärker auf derartige Fragen der mittelfristig langfristigen Entwicklung, kann man das nutzen als Präventionsmittel? Und wenn ja, wo sind die Grenzen? Aber auch im Kontext Einsatz Bundeswehr die Diskussion nicht zu verengen, sondern die gesamte Bandbreite zu sehen. Und die Bevölkerung will dies. Denn, und hier bitte ich auch um die genaue Prozentzahl, Herr Staatssekretär, wenn Sie fragen, wollen Sie die Bundeswehr einsetzen zu friedenserhaltenden Maßnahmen im Kontext der Vereinten Nationen, ist die Zustimmung in der Bundesbevölkerung bei 75%. Vielen Dank. Jetzt hatte sich Herr General Berg gemeldet und dann Herr Kolbo. Bitte in der Reihe. Ich habe nur zwei kurze Punkte. Mit Mikro wir bitte. Wir haben einen ehemaligen parlamentarischen Staatssekretär hier sitzen. Ja.
Wir haben einen ehemaligen parlamentarischen Staatssekretär hier sitzen, wir haben einen parlamentarischen Staatssekretär hier sitzen, wir haben einen ehemaligen Bundestagsabgeordneten hier sitzen. Wenn wir drei zu Beginn einer Krise irgendwo vorm Computer oder an der Karte stehen würden und uns unterhalten würden, dann würde ich Ihnen als erstes einen Hinweis nur geben, einen Hinweis im Zusammenhang mit der politischen Entscheidungsfindung. Bitte betrachten Sie das Militär nicht als die Ultima Ratio in dem Sinne, dass nach einer Abfolge von ergebnislosen Versuchen, also einer zeitlichen Abfolge, als allerletzte das Militär zum Tragen kommt. Das funktioniert nicht. Dann ist die Situation völlig verfahren und was rauskommt, ist ein Schlagabtausch so lange, bis einer von beiden nicht mehr kann. Sondern Ultima Ratio in dem Sinne, ich sag mal, das äußerste Mittel, das zeitlich durchaus irgendwo früh oder mittendrin, wo auch immer Sie es aus der politischen Lagebeurteilung heraus brauchen, eingesetzt werden kann. Es kann ja durchaus sein, dass irgendwo ein sicheres Umfeld geschaffen werden muss, damit Sie anfangen können zu arbeiten. Das wäre mein erster Hinweis. Und der zweite Punkt, den ich machen würde, Herr Staatssekretär, ich unterstreiche jeden Satz, den Sie gesagt haben, dreimal und zwei Ausrufezeichen dahinter. Mich wundert immer wieder, dass in Krisengebieten vor dem Hintergrund dessen, was Sie gesagt haben, Sie zunächst einmal kaum Repräsentanz oder Präsenz ziviler Organisationen sehen. Ich muss sagen, ich war enttäuscht, muss ja vorsichtig sein als Soldat, aber ich sage mal von der Visibilität UNAMAS in Afghanistan, zumindest so 2005, 6, 7. Sagen Sie noch mal kurz, was die Abkürzung bedeutet? United Nations UNA Mission Afghanistan. Mhm. Ich werde von der NATO nach meiner Zeit Einsatz, sondern da war ich in Norfolk in einem Hauptquartier, schicken die mich nach Afghanistan und sagen, schauen Sie doch mal da in das Hauptquartier ISAF rein, wie man das alles ein bisschen verbessern kann und die Operationsführung und, und. Da treffe ich an ein militärisches Hauptquartier. Richards, ein britischer Offizier, war der Befehlshaber, 1500 Leute, exzellent organisiert, klasse. Ein Haufen junger Generalstabsoffiziere, die alle nach oben kommen wollen. Die entwickeln jeden Tag 1000 Ideen, ja, das ist ein bisschen viel, aber so viele, dass man da wieder ausfiltern muss. Dann komme ich in das Büro des Senior Civilian Representative, ein Diplomat aus einem NATO-Staat X. Der hat ein kleines Dienstzimmer. Dann hat er noch ein zweites Zimmer, da saßen 6 Diplomaten drin, verschiedener Nationen. Ich frage den ersten, was haben Sie denn bisher gemacht? Da sagt er, ja, ich habe studiert. Ich sage, was denn? Ja, Rechtswissenschaften. Und dann so Praxis, ja, keine. Ich bin dann ins Außenministerium gekommen, dann haben die mich nach Afghanistan geschickt. Von den 6 waren 2 so, 2 Berufsanfänger. Ich meine, dieser arme Mann, dieser Senior Civilian Representative, der politische Präsenz zeigen soll, der politische Probleme aufweisen soll, der das machen soll, Herr Staatssekretär, was Sie vorhin sagten, was mache ich mit den Entwicklungshelfern, wie bringe ich Politik zum Tragen und. Der sitzt da mit 6 armen Menschlein, das kann der gar nicht stemmen. Ich hoffe und gehe mal davon aus, dass das sich bisher weiterentwickelt hat. Was ich nur sagen will ist, nochmal, ich unterstreiche jedes Wort von dem, was Sie gesagt haben. Nur aus irgendwelchen Gründen, die Soldaten nicht unbedingt nachvollziehen müssen, ist es aber oftmals so, dass das, was wir, und da sind wir uns alle einig, als vernetzte Sicherheit, Comprehensive Approach oder wie immer wir das nennen, das ist, Sie haben es, glaube ich, gesagt, in aller Munde. Jeder redet viel drüber, aber in den Krisengebieten kommt es doch noch immer nicht so zum Tragen, wie man es sich wünschen müsste. Mit dem weiteren negativen Effekt, und das ist mein letzter Punkt, dass dann so ein militärisches Hauptquartier sagt, naja gut, wenn die das nicht alles organisieren, dann organisieren wir das jetzt. Und damit sich eine Aufgabe auflasten, die ihnen eigentlich nicht zusteht, die sie auch nicht unbedingt machen müssen, die sie aber einfach, weil die Strukturen da sind und Organisationen und so weiter, in die Hand nehmen. Und die jetzt vielleicht dann auch eine Lücke reißt ab Ende 2014. Herr Kolbo, Sie hatten sich gemeldet. Die Diskussion zeigt natürlich auch in unseren persönlichen Erfahrungen, die wir wiedergeben, dass wir insgesamt 3 Probleme haben. Wir haben eine Kommunikationslücke, wir haben eine Organisationslücke und wir haben eine Strategielücke, die sich über die Zeiten entwickelt haben, weil wir auch keine klare Verfassungs- und damit keine politische Auftragslage haben. Wir haben eine Armee, die uns nur, eine Bundeswehr, die uns nur erlaubt ist zum Verteidigen
um Bündnisverteidigung aufzustellen. Wir sind über ein Verfassungsgerichtsurteil in die internationalen bewaffneten Einsätze gekommen, weil geklagt worden ist, interessanterweise von der FDP, Herr Erdl, und von der SPD. Sie waren in der Regierung wie in der Opposition, das ist schon anders verständlicher. Aber es ist eben nicht zur Konkretisierung des Artikels 24 Absatz 2 gekommen, wo drin steht, dass es erlaubt ist, die Streitkräfte in kollektive Sicherheitsstrukturen zur Wahrung des Friedens einzuordnen. Was heißt das? Kollektive Strukturen einzuordnen. Das heißt natürlich, den Rahmen von Comprehensive Approach, von vernetzter Sicherheit nutzen zu können. Ich bin am 6. April 1999 aus einem Flugzeug ausgestiegen und befand mich in Skopje, Mazedonien, im Kosovo-Krieg und hatte die Aufgabe als Koordinator für humanitäre Hilfe der Bundesregierung, der Bundesrepublik Deutschland, dort als Verteidigungsstaatssekretär tätig zu sein. Ich habe nicht nur meine, in Anführungszeichen, Sie verstehen das richtig, Soldatinnen und Soldaten betreut. Ich habe auch die ganzen Entwicklungshilfeeinrichtungen betreut. Da waren die Johanniter, da waren die Malteser. Wir haben Flüchtlingslager aufgebaut für die Menschen, die über den Hügel gekommen sind aus dem Kosovo, von den Serben vertrieben. Es waren alte Menschen, traumatisierte, verletzte ältere Leute, vergewaltigte Frauen und Kinder, die völlig irritiert waren. Die haben wir natürlich mit sogenannten humanitären Hilfseinrichtungen aus Deutschland und auch der internationalen Welt betreut und ihnen versucht, wieder ein besseres Leben nach der Flucht im Camp zu bewerkstelligen. War auch natürlich nicht nur bewaffneter Einsatz, aber wie war es denn in Somalia, wie war es denn in Kambodscha vor dem Verfassungsgerichtsurteil, meine Damen und Herren? Da sind wir da auch hin, und was hat die Bundeswehr gemacht? Sie hat in Somalia, weil wir auf die Inder warteten, die nicht gekommen sind, Straßen gebaut, Kindergärten eingerichtet und einfach uns auch humanitär entwickelt, ohne dass uns irgendeiner das verboten hätte. Ja, warum denn auch? Nur wir haben nicht die Konsequenz daraus gezogen, ordnungspolitisch, verfassungspolitisch auch den richtigen Auftrag für uns zu formulieren und in den Artikel 24 Absatz 2 hineinzuschreiben, was wir denn eigentlich im Rahmen von vernetzter Sicherheitspolitik alles tun können. Wir haben seit 2004 Leitlinien zur zivilen Krisenprävention durch Kabinettsbeschluss, in denen alle Entwicklungshilfemöglichkeiten, die wir jetzt betreiben und die betrieben werden, Sie haben sie eindrucksvoll geschildert, Herr Kollege Silberhorn, die aber einfach nicht ankommen im Bewusstsein und im Kenntnisstand unserer Bürgerinnen und Bürger. Das ist die Kommunikationslücke, die wir haben. Weil natürlich gern und lieber, Herr Gesprächsleiter, in den Medien darüber gesprochen wird, was macht die bewaffnete Macht, wie geht es denn da weiter, und das Mühselige der Entwicklungshilfeleistungen, auch der humanitären Hilfsleistungen, dort leider oft unterfällt, obwohl sie, was uns angeht, wirklich hervorragend sind. Aber es wird zu wenig darüber transportiert. Deswegen dann gehen wir doch bitte gleich mal das Wort an Herrn Silberhorn weiter. Noch ein Satz dazu, weil das dazugehört. Wir haben diese Kommission, die Sie angesprochen haben, zur Überprüfung und Sicherung des Parlamentsvorbehaltes. Da wollen wir das auch ansprechen und erörtern, über was denn das Parlament am Ende denn alles entscheidet. Und es muss nicht nur Verlässlichkeit und Vertrauen transportiert werden in die internationale Gemeinschaft für das, was Deutschland liefert, möglicherweise in einem bewaffneten Einsatz, sondern insgesamt für was wir leistungsfähig sind, über zivile Methoden bis zur dann in der Tat und Ultima Ratio ist nicht die Bundeswehr auch im Vorfeld von dem, was sie alles kann und was sie bewiesen hat, was es kann, sondern das ist dann der Verfassungsfall des bewaffneten Einsatzes. Vielen Dank. Ich weiß natürlich wohl, dass die Bundeswehr im internationalen Einsatz auch viele Maßnahmen durchführt, die man in der klassischen zivilen Entwicklungszusammenarbeit auch unternimmt. Insofern ist das weit mehr als nur Gefecht, dass ich da nicht missverstanden werde. Das ist ja klar. Allerdings kann man es auch von einer anderen Warte aus betrachten. Die Bundeswehr tut das, weil die Bundeswehr die Organisation ist, die die
Kräfte zur Verfügung hat, die man dafür einsetzen kann. Wenn man es jetzt nicht aus unserer Perspektive betrachtet, welche Kräfte haben wir denn, die wir in so eine internationale Aufgabe entsenden können, sondern wenn man es aus einer internationalen Perspektive betrachtet und fragt, was braucht denn ein Land wie Afghanistan, um dort stabile Verhältnisse herzustellen, dann könnte die Antwort auch so ausschauen, dass man eben außer Soldaten zum Beispiel auch das braucht, was Italien oder Frankreich hat, nämlich Gendarmerieeinheiten. Polizisten, die zwar bewaffnet sind, die keine Verkehrspolizei sind, aber eben nicht so stark bewaffnet sind wie Soldaten. Und gerade in Afghanistan ist ja die Kritik immer wieder auch hörbar gewesen, dass die Einheiten der unterschiedlichen internationalen Partner auch sehr unterschiedlich vorgehen. Also die Bundeswehr ist mit anderen Fahrzeugen durch die hat mit anderen Fahrzeugen die staubigen Straßen passiert, als das andere internationale Partner gemacht haben, mit entsprechender Konsequenz in der Wahrnehmbarkeit der Bevölkerung. Ich glaube, dass wir für Deutschland sagen können, dass sich die Bundeswehr wirklich hohen Respekt erworben hat in den Ländern, in denen unsere Soldatinnen und Soldaten im Einsatz sind. Und das zeigt sich ja auch in der Art und Weise, wie wir da aufgenommen werden. Trotzdem glaube ich, dass man aus der internationalen Perspektive eben schon die Frage stellen kann, müssen wir nicht auch darüber reden, ob wir auch andere Einheiten im internationalen Verbund bilden müssen. Und das sind nicht nur Gendarmerieeinheiten, Polizeikräfte, auch die Frage kann man ja mal national stellen. Ja, was machen wir denn mit den internationalen Einsätzen unserer Polizei, übrigens ohne Bundestagsvorbehalt. Einige gibt es ja, die da unterwegs sind. Aber wir brauchen auch technische Zusammenarbeit, wenn das Stichwort Straßenbau genannt worden ist. Wir bräuchten international durchaus so etwas wie das Technische Hilfswerk in Deutschland. Also von dieser Warte kann man das auch betrachten. Natürlich, Herr General, haben Sie völlig recht, braucht man eine gewisse Stabilisierung, um mit Entwicklungsexperten vor Ort etwas erreichen zu können. Das gilt aber auch umgekehrt. Wir brauchen Entwicklungsexperten und Entwicklungszusammenarbeit, um mittel- und langfristig stabile Strukturen zu erhalten. Das ist das Zusammenspiel. Es kommt nicht das eine zeitlich vor dem anderen. Da haben Sie insofern recht. Aber das eine bedingt das andere. Und wenn wir in die Staaten schauen, in denen wir fragile Situationen haben, ich habe Nigeria genannt, Zentralafrikanische Republik, Südsudan, da stellt sich jetzt die Frage, was tun wir denn, um eine weitere Eskalation zu vermeiden? Gelingt uns das mit Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit oder müssen wir zusehen, bis die Lage in diesen Ländern so weit eskaliert, dass man wieder nur mit Mandaten der Vereinten Nationen, des Sicherheitsrates und mit Soldaten eingreifen muss, um zu intervenieren, die Leute auseinander zu halten und stabile Strukturen mit militärischen Mitteln zu schaffen. Und da ist schon die entscheidende Frage, wie finden wir denn das raus? Wissen Sie, wir kriegen viele schöne Berichte in Krisensituationen, die uns erklären, warum die Lage eskaliert ist. Wir kriegen diese Berichte nur immer nach der Eskalation und nicht vorher. Und es ist natürlich viel schwieriger, im Vorfeld eine Analyse zu machen und Informationen zu haben, wo sich Dinge schwierig entwickeln und wir vielleicht genauer hinschauen und eingreifen müssen, um Eskalationen zu vermeiden. Da sind wir in der Informationsgewinnung nach meiner Einschätzung. Jedenfalls gibt es da Verbesserungspotenzial. Ich will es gar nicht kritisch sagen. Ja, wer hat erkannt, dass sich die Lage im Irak jetzt in wenigen Wochen so zugespitzt hat? Wer hat erkannt in dem sogenannten arabischen Frühling, dass sich die Lage da wie eine Welle über die Länder gelegt hat, dass diese Eskalation, es hat keiner vorher erfahren. Und das macht mir ein bisschen Sorge. Ich glaube, dass wir sehr wohl Analysekompetenzen haben, um herauszufinden, um zu identifizieren, wo mögliche künftige Konfliktpunkte liegen. Und da, glaube ich, müssen wir gemeinsam daran arbeiten, im Interesse der Soldaten, aber auch im Interesse der Entwicklungsexperten. Und wenn Sie mir ein letztes gestatten, es ist jetzt öfter der Begriff Entwicklungshilfe gefallen. Ich will die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass die Entwicklungsexperten davon genau nicht mehr sprechen, weil wir nicht den Eindruck erwecken wollen, als würden wir sozusagen
dem Hilfsbedürftigen nur unter die Arme greifen. Wir geben Hilfe zur Selbsthilfe, ja, aber wir reden lieber von Entwicklungszusammenarbeit, um deutlich zu machen, dass wir unseren Partnern auf Augenhöhe begegnen wollen. Und das ist nicht nur Political Correctness von unserer Seite, sondern es hat tatsächlich eine Bedeutung, denn mancher Partner ist auch der Auffassung, dass er vieles selber kann und unsere guten Ratschläge lieber nicht mehr braucht. Wenn Sie daran denken, dass jetzt die BRICS-Staaten sich daran machen, eine eigene Entwicklungsbank zu gründen, 50 Milliarden US-Dollar Kapital, da entstehen neue Akteure auf der Bühne, mit denen wollen wir schon auch in Kontakt bleiben und zusammenarbeiten, weil wir sonst unsere globalen Herausforderungen nicht erreichen werden, wenn die sozusagen auf eine eigene Tour fahren. Und um deutlich zu machen, dass wir Partner auf Augenhöhe sind, sprechen wir lieber von Entwicklungszusammenarbeit. Vielen Dank für die Klarstellung, die, denke ich, sehr wichtig ist. Ein Fehler, den ich auch gerne im Gespräch mache. Ich habe jetzt noch Wortmeldungen von Herrn Rauch, von Herrn Janke, von Herrn Erdl. Ich würde bitten, die ein bisschen zurückzustellen. Sie kommen alle noch mal dran und einfach jetzt noch mal das Wort an Sie im Publikum zu erteilen. Ich denke, so im Laufe der letzten Stunde sind jede Menge Fragen, Anregungen, Statements bei Ihnen aufgetaucht. Genau, mit Meldung geht das Ganze. Wir werden auch eins unserer Mikros hergeben. Haben wir jemanden, der das Saalmikro bedient? Das wäre nett. Gibt es da jemanden, der sich berufen fühlt, das Saalmikro? Und wenn Sie vielleicht einfach aufstehen, sich melden, ich versuche Sie nach und nach dran zu nehmen und vielleicht auch sagen, vor welchem Hintergrund Sie das sagen, was Sie sagen, wie Ihr Name ist und an wen sich Ihre Frage hier oben auf dem Podium richtet. Dort in der, genau, der Herr im karierten Hemd und dann Sie und dann Professor Lender. Mein Name ist Reinhard Ferner, ich bin Bezirksvorsitzender des Bezirks Mittelfranken und des Juristenverbandes. Die Diskussion hat eine... Entschuldigung, das Saalmikrofon hätte man so gedacht, dass dann jeder ans Mikrofon geht. Ich bring's nochmal rüber. Dankeschön. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Aber ich habe bei der Bundeswehr gelernt, auch in großen Räumen ohne Mikrofon auszukommen. Wir haben in der Diskussion eines ganz deutlich herausgehört, das eine bedingt das andere. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit kann nur dann greifen in einem sicheren Umfeld. Das gewährleistet in der Regel das Militär. Ich habe aber eine ganz andere Blickrichtung. Wenn wir die Konfliktherde anschauen, dann ist der überwiegende Teil dieser Konflikte in Regionen angesiedelt, die überwiegend muslimisch geprägt sind. Meine Frage ist, wie bekommen Sie das in die Köpfe, was Sie vorhaben? Sprich, die Notwendigkeit von Bildung, die Notwendigkeit von Infrastruktur, von wirtschaftlichen Systemen und. Das ist auch eine Frage, die die überwiegende Zahl der Bevölkerung bewegt. Wir können viel tun, wir können viel leisten, wir können alles leisten, um dort ein besseres Leben zu gestalten. Nur die Frage stellt sich für mich immer wieder, wollen die das? Und wenn ja, wie kriegen wir das in deren Köpfe rein, dass es auch umgesetzt wird? Vielen Dank. Ich denke, wir sammeln erstmal ein bisschen und Herr Silberhorn, ich denke, das war eine Frage, die Sie auch gut beantworten können. Sie notieren es einfach. Der Herr im schwarzen Hemd war der Nächste, genau. Ja, mein Name ist Nietzsche, ich komme vom Bayerischen Soldatenbund und ich möchte vielleicht eine Frage direkt an Sie richten, Herr Staatssekretär Silberhorn. Sie hatten vorhin Nigeria angesprochen. Ich verkürze mal, da kommt aus Nigeria jemand in Entwicklungshilfeministerium und sagt, wiederum verkürzt, ich würde irgendwie Hilfe, Unterstützung brauchen. Ich weiß und viele wissen auch, dass Nigeria selbst das viertgrößte Erdölförderland ist auf der Erde. Da frage ich mich, weshalb versuchen solche Länder nicht selbst mit einer gewissen Unterstützung aus der Misere, aus der wirtschaftlichen Misere herauszukommen, sondern sie gehen den Weg, ich verkürze wieder, sie gehen dorthin, wo sie Hilfe erwarten, ich sage das mal so, helft uns aus der Misere. Mir ist voll bewusst, dass in solchen Ländern mit Millionen ja, von jungen Leuten dort, die keine Arbeitsmöglichkeit haben, die nicht darauf hoffen können, dass ihr Staat vielleicht mit viel, viel Geld, was verdient wird, mit Erdöl, dass das sozusagen unter das Volk kommt. Deswegen meine ich, der richtige Weg ist,
Und der nächste Krisenherd dürfte wirklich Afrika sein, der uns irgendwie berührt, dass man die Hilfe zur Selbsthilfe ausbaut. Vielen Dank. Herr Professor Lender war als nächstes dran. Wenn man die Diskussion verfolgt, dann hat man sehr deutlich gemerkt, dass viele Krisen, die aktuell jetzt sich entwickeln, so nicht prognostizierbar waren. Sie sagten, ja, hinterher haben wir gute Studien gekriegt, warum es dazu gekommen ist. Für mich die Schlussfolgerung, wenn man die Krisen nicht vorhersagen kann oder abschätzen kann, wo sich was bewegt, ist es dann nicht konsequent genug, wenn man dann sagt, ich brauche ein Potenzial der Reaktionsfähigkeit, dass ich auf ein breites Spektrum von Krisen reagieren kann und nicht erst dann immer anfange, Potenziale zu schaffen, militärisch oder auch zivil. Wenn die Krise da ist, dann dauert es jahrelang. Das heißt, für mich Umkehrschluss, müsste die Politik nicht hergehen und sagen, wir müssen uns Gedanken machen, was sind die sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands? Und was muss ich damit bereit sein, Geld auszugeben, um für solche Krisen reaktionsfähig zu sein, zivil und militärisch, und nicht erst dann im Falle einer Krise das zu etablieren. Also letztendlich zu sagen, und dann natürlich die Kommunikationslücke, unsere deutschen Bürger zu überzeugen, wenn ihr weiterhin im Wohlstand leben wollt, dann sind genau die Punkte die Sicherheitspolitik, die wir klären müssen. Dafür muss der Staat bereit sein, so viel Geld in Vorhalte zu sein, dass wir im Falle einer Krise reaktionsfähig sind. Weil jetzt gewissermaßen stolpern wir in die Krise, versuchen dann die Krise faktisch wieder etwas abzuschwächen, aber wir sind nicht bereit, kurzfristig zu, oder wir können nicht helfen, weil wir keine Potenziale, keine Ressourcen vorhalten. Ich denke, Staatssekretär Hilborn oder die anderen, wer sich da berufen fühlt, zu antworten zu diesem Thema. Geben Sie gleich hier das Mikro an Ihren Nachbarn in der zweiten Reihe weiter. Danke. Ja, ich bin Hans Stadler, ich war mal Kommandeur Landeskommando Bayern und ich habe eine Frage wahrscheinlich an den ehemaligen Staatssekretär Kolbo. Wir tun viel. Wir tun militärisch etwas, wir tun diplomatisch etwas, Entwicklungshilfe und so weiter. Ich habe mal irgendwo gelesen, alles beginnt mit der Sehnsucht. Man könnte auch sagen, mit dem Wunsch, etwas zu erreichen. Wo also ist der Katalog nationaler Interessen, die wir erreichen wollen, wenn wir etwas tun? Beispiel Afghanistan. Es kann ja nicht sein, dass wir in Afghanistan Demokratie erreichen wollten, Abbau des Drogenhandels, alle Mädchen müssen zur Schule gehen und so weiter und so weiter. Ich war mal in einem Combined Air Operation Center Planungschef. Da mussten wir Operationspläne aufstellen. Da stand immer ein Endstate. Was muss erreicht sein, damit wir am Ende erfolgreich sind, wenn wir wieder gehen? Bei uns war das einfach, da ist es Luftüberlegenheit zeitlich und räumlich begrenzt und so. Also mit anderen Worten, wo werden diese Ziele formuliert und gibt es diese Ziele, wenn wir etwas tun? In Somalia, im Sudan, in Afghanistan und so weiter. Und da schließt sich ja auch die Frage an, darf Deutschland nationale Ziele für seinen eigenen Nutzen formulieren, ne? Darf ich mal, wir machen gleich noch weiter mit der Fragerunde, aber ich würde sagen, jetzt waren 3 Fragen an Herrn Silberhorn, eine an Herrn Kolbo, die arbeiten wir jetzt mal ab und dann gehen wir wieder, ich habe Ihre Fragen, Ihre Meldungen aufgeschrieben, an die 3 Herren, die sich jetzt noch gemeldet hatten, gebe ich das gleich weiter. Herr Silberhorn, Sie sind an der Reihe. Es ging um die Bildung, es ging um islamische Staaten, genau, Nigeria und das Erdöl. Vielen Dank. Die erste Frage war die nach dem politischen Willen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Ich bin vor kurzem auf der Jahrestagung der Afrikanischen Entwicklungsbank gewesen, weil ich dort für Deutschland der Gouverneur bin. Und dort hat man unter den Gouverneuren eine Umfrage gemacht, was denn aus ihrer Sicht das größte Entwicklungshindernis ist. Und die Antwort von über 2 Dritteln der Gouverneure, und das sind meistens die Finanzminister der afrikanischen Mitgliedstaaten, von über 2 Dritteln war die Antwort fehlender politischer Wille. Das ist einerseits gut, denn das zeigt ein hohes Maß an Selbsterkenntnis, aber es zeigt auf der anderen Seite eben auch, wo noch Handlungsbedarf besteht. Und meine Erfahrung ist, dass wir Entwicklungszusammenarbeit überall dort wirksam machen können, wenn der Adressat tatsächlich den politischen Willen hat, selber was zu bewegen und in die Hand zu nehmen. Und ich würde es ergänzen um die Anforderung, wenn er den politischen Willen hat, sich um seine Leute zu kümmern, also nicht nur um sich und seine Familie und seinen Clan, sondern wenn es ein Mindestmaß an Gemeinwohlorientierung gibt. Das ist die erste Voraussetzung für wirksame Entwicklungszusammenarbeit. Da gehört ein zweites dazu, nach meiner Erfahrung,
dass ein Staat dann erfolgreich ist und damit auch unsere Entwicklungszusammenarbeit erfolgreich ist. Und deswegen stellen wir sie auch darauf ab, wenn die Grundbedürfnisse der Bevölkerung weitgehend zu einem gewissen Grad zufriedengestellt werden können. Das beginnt mit Ernährungssicherheit und es geht weiter mit Basisgesundheitsversorgung und Erziehung, Bildung. Das sind die drei zentralen Aufgaben, um die Grundbedürfnisse der Bevölkerung sicherzustellen. Und ein drittes kommt dazu, die Staaten, die nicht nur die Grundbedürfnisse der Bevölkerung sicherstellen, sondern die auch in der Infrastruktur eine Basisversorgung schaffen, von Transportwegen bis zur Energie, die schaffen es dann, große Teile ihrer Bevölkerung über die Armutsschwelle zu heben, von 1,25 US-Dollar am Tag und in die Richtung Mitteleinkommensland zu gehen. Und wenn Sie nun mal fragen, was macht ein Schwellenland zu einem Schwellenland, warum sind die erfolgreicher als andere, dann wäre meine Antwort genau das, was ich gerade gesagt habe. Erstens eine politische Führung, die sich um die Bevölkerung kümmert, mit einem Mindestmaß an Gemeinwohlorientierung. Zweitens die Grundbedürfnisse der Bevölkerung werden erreicht. Drittens Infrastruktur von Transportwegen bis zur Energie. Und unsere Entwicklungszusammenarbeit ist vor allem darauf ausgerichtet, diese Grundbedürfnisse der Bevölkerung sicherzustellen. Aber wir wollen auch mit unter der großen Überschrift Good Governance dazu beitragen, dass wir tragfähige Strukturen haben. Das beginnt mit Medien, Öffentlichkeit, Transparenz, funktionsfähige Verwaltung, ein großes Problem in vielen Staaten, und auch unabhängige Justiz. Das sind natürlich hohe Anforderungen. Von unserem Standort, von unserer Warte aus betrachtet, müssen wir da bescheiden agieren. Aber ohne Erfolge in diesen Bereichen wird ein Staat sich nicht gut entwickeln und wird damit auch unsere Entwicklungszusammenarbeit nur bedingt wirksam sein. Und deswegen sind das genau die Ansatzpunkte für unsere Arbeit. In Bezug auf Nigeria will ich nur sagen, Nigeria gehört gar nicht zu unseren klassischen Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit, eben weil sie als ölförderndes Land da viel reicher sind. Wir können da allenfalls punktuell zusammenarbeiten. Und der Minister, als dort war, hat natürlich vor allem diese 300 entführten Mädchen zum Anlass genommen und darauf hinzuwirken, dass man dort tatsächlich strukturell was verändern muss. Denn diese Entführung ist ja nur ein Hinweis darauf, dass da ganz grundlegend etwas falsch läuft. Die Einnahmen aus der Ölförderung, die sind vor allem in den südlichen Provinzen des Landes. Dort funktioniert das ganz gut, in den nördlichen funktioniert recht wenig, und dort eskaliert dann die Situation und entsteht eine Lage, in der der Zentralstaat gar keinen Zugriff mehr hat und die Staatsgewalt gar nicht durchsetzen kann, und dann sind wir eben in einer fragilen Situation. Deswegen reden wir, und Nigeria ist ein gutes Beispiel, nicht mehr nur von fragilen Staaten, weil das ein bisschen den Blick verstellt für das Phänomen, dass in auch sonst erfolgreichen Staaten, und Nigeria ist immer als das erfolgreichste afrikanische Land der letzten Jahre genannt worden, dass auch in so erfolgreichen Staaten fragile Situationen entstehen können, die sich nicht nur auf den Staat insgesamt, sondern auf die ganze Region auswirken können. Und wenn Sie auf die geopolitische Lage schauen, wenn Nigeria sich zur Fragilität sozusagen zurückentwickelt, dann entsteht da schon ein Gefährdungspotenzial, das weit über das Land hinaus in Westafrika um sich greifen kann. Und deswegen versuchen wir da punktuell zu helfen. Ein letztes, was Investitionen erst in der Krise angeht, ich will mal so antworten. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass Krisenintervention die teuerste aller Handlungsmöglichkeiten ist. Und alles, was man vorher tun kann, um präventiv eine Krise zu vermeiden, ist immer günstiger. Aber es ist immer sehr viel schwieriger zu investieren und die Mittel zu generieren, weil man den Konflikt ja noch nicht sieht. Ja? Also das in einem Haushaltsprozess durchzusetzen, dafür, ne? Ja, dass man, Sie brauchen, um politisch etwas voranzubringen, immer einen gewissen Leidensdruck, ja, damit so das Gefühl entsteht, jetzt müssen wir was tun. Aber wenn Sie eine Krise noch nicht sehen, ist es natürlich schwierig,
im Vorfeld was zu tun. Umso wichtiger ist es aber dann tatsächlich, Analysefähigkeiten zu haben und klar zu identifizieren, wo muss man denn hinschauen. Und zu der letzten Frage nur ganz kurz, unsere nationalen Interessen, die natürlich eingebettet sind in gemeinsame europäische und internationale Interessen, die sind durchaus klar formuliert, gerade auch mit Blick auf Afghanistan. Ich habe selber mehrere Papiere dazu geschrieben. Wir müssen natürlich insbesondere bei Bundeswehreinsätzen im Ausland klar definieren, aus welchem Anlass wir das tun. Und ich will mal daran erinnern, dass wir da bei dem Einsatz im Kongo größere Schwierigkeiten hatten. Denn die Argumentation, die man anfangs geliefert hatte, die hieß ja, wir müssen da jetzt stabilisieren, sonst kommen Flüchtlingsströme nach Europa. Und die Strecke vom Kongo übers Mittelmeer ist dann doch etwas weit. Und in dem Land gibt es seit Jahrzehnten Bürgerkrieg, sodass das Argument nicht sehr überzeugend war, zu sagen, dass wir jetzt sozusagen wegen Migration und Stabilisierung bei uns dort eingreifen müssen. Aus meiner Sicht war damals ein ganz anderes Argument wichtig und das hat bei Darf uns ich ein bisschen auf die Zeit drängen? Kannst du für die CSU sagen, dass das dort überzeugender war. Wir haben gesagt, wir haben dort schon 70 Millionen investiert und zwar über unseren Beitrag bei den Vereinten Nationen, die dort mit Truppen unterwegs waren. Und es ging damals darum, jetzt nochmal zu liefern, damit dort die Wahlen in einem stabilen Umfeld stattfinden können. Also aus vorangegangener Verpflichtung, weil wir schon investiert hatten, war es sinnvoll, dorthin zu gehen, auch mit Soldaten, um die Wahlen stattfinden, damit die Wahlen stattfinden können und damit auch das Investment, das wir vorher schon hatten, erhalten werden kann. Deswegen war es richtig, auch aus nationalem Interesse in den Kongo zu gehen. Das ist vielleicht etwas schwieriger gedacht als das Pauschale, aber ich glaube, dass wir uns diese Arbeit, die Interessen genau zu definieren, dass wir uns die auch wirklich vornehmen müssen. Herr Janke hatte sich schon ganz lang gemeldet. Ja, vielleicht zum Punkt nationales Interesse. Also grundsätzlich glaube ich, dass das klar formuliert ist. Man kann das auch nachlesen in den unterschiedlichsten Dokumenten. Das fängt an beim Weißbuch von 2006, geht über die unterschiedlichsten Elemente. Gerade für die Bundeswehr gibt es verteidigungspolitische Richtlinien, aber auch im Auswärtigen Amt und die Bundesregierung als Ganzes. Das kann man nachlesen, sogar im Koalitionsvertrag. Ich glaube, das ist grundsätzlich festgeschrieben und es viel genauer festzuschreiben, ist eine immer wiederholte Hoffnung. Aber ich weiß gar nicht, ob das so viel Sinn macht. Und ich will das auch begründen. Es hängt mit dem Entscheidungsprozess zusammen in drei Bereichen. Und zwar in Berlin selbst, im parlamentarischen Raum, im Wechselspiel zwischen Exekutive und Legislative einerseits. Zweitens, im internationalen Kontext, gleich ob es in Brüssel oder New York ist, in der internationalen Absprache und in dem jeweiligen Land XY, dem Einsatzland. Und diese drei Ebenen zusammenzubinden, führt zum Schluss erst zur entsprechenden Entscheidung. Ich führe das ganz kurz aus. Das Einsatzland ist normalerweise uns weitgehend unbekannt. Ein Ethnologe hat mal zu dem deutschen Vorgehen oder zum Vorgehen der westlichen Staaten in Afghanistan gesagt, die westliche Gemeinschaft käme ihm vor wie ein hochmotivierter, hochengagierter Chirurg, der am offenen Herzen des Patienten Afghanistan operiert, leider in Unkenntnis der Lage der Organe. Das heißt, ob wir über die Zentralafrikanische Republik sprechen, die Zustände dort, über Nigeria, wie gerade ausgeführt von Herrn Staatssekretär, oder über Mali, wir selbst haben nur bedingte Kenntnisse über das Denken, die Strukturen und die möglichen Lösungsansätze vor Ort. Afghanistan ist hier für bestes Beispiel. Ich glaube, wir sind hier besser geworden, aber eine gewisse Demut ist, glaube ich, angebracht, vor allen Dingen, was die Zielsetzung in den jeweiligen Einsatzländern betrifft. Zweiter Punkt, wir wissen, dass wir nur international in solchen Elementen vorgehen, sei es über NATO, EU, VN. Dort die Entscheidungsmechanismen sind sehr komplex, sehr enorm und Deutschland ist nur einer von vielen Beiträgen.
Ich war kürzlich in New York. Dort fand die Frage der Finanzierung von UN-Missionen statt. Wir hatten über 130 Staaten, die dort missdiskutierten. Sie können sich vorstellen, dass Deutschlands Interessen dort zwar eingebracht werden, aber zum Schluss das Endergebnis anders aussieht, als man sich das vorstellt. Letzter Punkt, die Befassung im Inland. Wenn ich die Interessen so formuliert habe, wie sie jetzt formuliert sind, dann bietet es aus meiner Sicht ausreichend Anhalt, linke, rechte Grenze für das Vorgehen, aber es lässt auch Flexibilität den politisch Handelnden. Denn lege ich zu sehr spezifisch, vor allen Dingen als Bundesregierung, die Ziele, den Endstate fest, werde ich hier im parlamentarischen Raum genau hierauf fixiert und kritisiert. Insofern glaube ich, gibt es angesichts dieser drei Ebenen des Entscheidungsprozesses durchaus das Urteil, dass so wie es bisher läuft, es vielleicht doch gar nicht so schlecht ist. Danke. Herr Berg, Sie hatten sich noch gemeldet. Nur eine ganz kurze Anmerkung, Herr Stadler. Ich weiß genau, was Sie wollen und was Sie meinen. Und ich weiß auch, dass die Antwort Sie nicht befriedigt. Sie befriedigt Sie nicht wie Generationen von Generalstabsoffizieren und Stabsabteilungsleiter Militärpolitik im BMVG. Was vielen vorschwebt, ist, ich gebe Ihnen ein Beispiel, schlagen Sie auf den britischen Strategic Defence Review. Der wird alle zwei Jahre geschrieben. Der beginnt, die strategischen Interessen des Vereinigten Königreiches. Dann kommen 10 Strichabzählungen. Zack, 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 zack. Das bedeutet, nicht Military Defence, Strategic Defence. Da ist all das da, also Außenpolitik, Entwicklung und. So, das gibt es bei uns nicht, sondern es gibt genau das, was Sie gerade ausgeführt haben, aus auch den nachvollziehbaren guten Gründen. Ein Blick außerhalb dessen, was ich hier eigentlich als Soldat zu vertreten habe. Aber ich habe ja mal mitgemischt in diesem Spiel, Herr Staatssekretär, als ich für Sie Papiere geschrieben habe und Ähnliches. Wir hatten nach 9/11, gab es eine Weisung aus dem Bundeskanzleramt, so, ihr schreibt jetzt mal ein Papier, ihr, das war das Auswärtige Amt, das war BMZ, das waren wir, das war BMI wegen Bundespolizei und so Sachen und das waren BMJ, weil natürlich Verfassungsfragen und so weiter. Das heißt, der Titel wurde vorgegeben, Neubestimmung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik im Kontext 9/11. Also, nachdem die Republik, wie das bei uns üblich ist, 40 Jahre ohne solch ein Papier vorangekommen ist, musste das natürlich innerhalb von Tagen zusammengeschrieben werden. Also, da kamen die zuständigen Referatsleiter mit je einem Mann dazu, haben mir die Papiere geschrieben. Die wurden abgesegnet bis auf Staatssekretärebene. Die beamteten Staatssekretäre dieser drei Ressorts haben das Papier gebilligt und es ging ins Bundeskabinett. Und da liegt es heute noch. Vermutlich aus den Gründen, die ihr hier gerade aus... Das ist natürlich schwierig, so ein generelles Papier, mit dem Sie alles Mögliche abdecken. Das wird nachher so eine Wischiwaschi-Geschichte, dass es in der Tat nicht mehr ganz hilfreich ist. Und für die operative Politik, was Abstimmung in der Europäischen Union, in der NATO, mit wem sonst auch immer, bilateral, ja, multilateral, letztendlich mehr hindert als hilfreich ist. Zweiter Punkt. Unvorhersehbarkeit von Krisen und jetzt wieder ganz militärisch, das macht uns in der Tat das Leben schwer. Der Generalinspekteur und der Inspekteur des Heeres haben deshalb festgelegt, also unser Ziel muss sein, der Politik ein breites Instrumentarium bereitzustellen, das alle Eventualfälle abdeckt, aber optimiert auf die wahrscheinlichste. Und die wahrscheinlichste ist zurzeit nach wie vor das, was wir Stabilisierungsoperationen irgendwo nennen. Ohne natürlich die grundsätzliche Fähigkeit der Bündnisverteidigung, / Landesverteidigung oder umgekehrt in Frage zu stellen. Danke. Jetzt Herr Erdl, Herr Kolbo, Herr Rauch, mit der Bitte um jeweils eine kurze Antwort. Herr Erdl, bei Ihnen war, glaube ich, noch was offen. Ne? Und dann gehen wir noch mal zu den drei Fragern, die ich noch aufgeschrieben habe. Ja, also die Frage des heutigen Vormittags ist ja, sind wir auf künftige Herausforderungen vorbereitet. Ich will es mal ganz verkürzen und vielleicht mit zwei Sätzen auch noch begründen. Ich glaube, die Bundeswehr ist in der Lage, sich auf die aktuellen Herausforderungen innerhalb einer überschaubaren Zeit einzustellen. Ich habe 1999 eine Übung gemacht, da war die Schwerpunktwaffe unserer Fernmelder noch der Ackerschnacker. Und es wurden kilometerweise Kabel verlegt, bis dann zwei böse Buben mit der Schere im Wald uns lahmgelegt haben. Wir haben dann unsere privaten Handys genutzt. Das wurde uns dann verboten, weil Befehle auch schon vor der Einführung des Handys übermittelt wurden.
Das war im Jahr 1999. Heute die Bundeswehr, hochmoderne Kommunikationsmittel. Die Bundeswehr ist durchaus in der Lage, das sehr schnell hinzubekommen. Das nächste ist die politische Frage. Und da bin ich ganz bei Herrn Silberhorn, der eben auf die Entwicklung in Afrika hingewiesen hat. Die Zusammenarbeit zwischen den Ressorts muss intensiviert werden. Und ich bin schon ein bisschen stolz drauf. Sie haben eben gesagt, es hat bisher nichts stattgefunden. Vor 3 Jahren war das erste Mal der Vorgänger von Gerd Müller im Verteidigungsausschuss. Und es wurde sehr gelobt, denn vorher hat über mehr als 10 Jahre nichts stattgefunden. Denn die Vorvorgängerin von Gerd Müller hatte zum Verteidigungsausschuss, ich sag mal, ein gespanntes Verhältnis. Herr Kolber, Sie werden mir da sicherlich recht geben. Wir haben das auf andere Weise erledigt. Okay, also ich will damit nur sagen, es ist in Berlin sehr wohl angekommen, dass die Entwicklung... Darf ich einen Satz ergänzen? Wir haben uns gerade wir sind dabei, uns erfolgreich dafür zu bewerben, wenn im Auswärtigen Ausschuss über Afghanistan diskutiert wird, dass auch wir da vortragen dürfen, weil uns das demnächst übertragen wird. Also ich will damit nur sagen, die Zusammenarbeit zwischen den Ressorts baut sich auf. Wo ich allerdings, und jetzt bin ich bei meiner jetzigen Aufgabe als Bürgermeister, wo ich allerdings Probleme sehe, ist, wie gehen wir hier im Land mit den Herausforderungen um, die auf uns zukommen. Ich habe jetzt innerhalb von wenigen Tagen von 100 mein Einwohnerstand um 50 weitere Bewohner erhöhen dürfen, weil wir 50 Asylbewerber dazu bekommen haben. Und da stelle ich fest, dass wir strukturell und administrativ, logistisch, infrastrukturell auf diese Entwicklung nicht vorbereitet sind. Überhaupt nicht vorbereitet sind. Und dann bin ich wieder bei dem von Ihnen, von der von Ihnen dargestellten Situation in Afrika. Afrika hat zurzeit 1,2 Milliarden Einwohner. Man geht bis zum Jahr 2050 von 2,4 Milliarden Einwohnern aus. Wir haben in der Vergangenheit viel Geld ausgegeben, um 1,5 Millionen sowjetische Soldaten mit der Kalaschnikow in der Hand aufzuhalten. Aber wir wären nicht in der Lage gewesen, 500.000 Sowjets mit dem Koffer in der Hand bei uns unterzubringen und entsprechend zu integrieren oder zu verhindern, dass diese zu uns kommen. Also ich will damit Herausforderungen darstellen, die auf uns zukommen werden. Und es sind keine rein militärischen Herausforderungen, das sind gesellschaftliche Herausforderungen, das sind Herausforderungen bei uns. Und ich glaube, was uns bisher überhaupt nicht gelungen ist in Deutschland, ist diese sicherheitspolitischen Zusammenhänge und diese sicherheitspolitischen Herausforderungen auch unserer Bevölkerung darzustellen. Das wird vielleicht das größte Problem sein. Und es ist jetzt meine Erfahrung auch in 4 Jahren. Die Zusammenhänge, die Zusammenarbeit, das läuft zunehmend besser, das läuft auch sehr gut mittlerweile. Aber das Hineinwirken in die Gesellschaft, da gibt es noch viel, viel zu tun. Vielen Dank für die Erweiterung der Perspektive, Herr Kolbo. Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Also ich glaube, dass die Globalisierung und die Weltprobleme kein konzentriertes Ressortprinzip mehr vertragen, dass die Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers stärker wahrgenommen werden muss und dass es dazugehört, dass man ein Jahr beginnt mit der Lage der Nation und der Lage der Sicherheit im Bundestag zu erklären und daraus dann Maßnahmen abzuleiten, die unsere Zukunftsfragen beinhalten in der Sicherheit, aber natürlich auch von den Interessen her. Und die Vielzahl von ministeriellen Papieren, Leitlinien, im Übrigen ist 2012 eine ergangen, eine Leitlinie in Ressortabstimmung des Bundeskabinetts zur Behandlung der fragilen Staaten, über die Sie geredet haben, und die nun ja auch angewendet werden kann. Und das bedeutet für mich, dass man hier auch an die Verfassung ran muss. Wir leben nicht mehr im Jahre 1955, was die Wehrverfassung angeht, und wir leben nicht mehr in der unmittelbaren Zeit nach 1949, sondern wir leben im 21. Jahrhundert und wir müssen die Rolle Deutschlands neu definieren und neu ableiten und nicht sich in interministeriellen und intergouvernementalen Kleinigkeiten verlieren. Vielen Dank. Geben Sie es gleich an Herrn Rauch weiter. Er ist ja ausgerüstet. Ich glaube, es geht. Ich möchte die These von Herrn Janke nochmal aufgreifen.
Ich glaube, wir sind in Berlin, was die Ministerien betrifft, hervorragend vernetzt. Da gibt es ja keine Sprachbarriere, fast keine Sprachbarriere. Die Problematik, was NATO betrifft und Brüssel, ist lösbar. Da haben wir auch keine unterschiedlichen Kulturen. Das Hauptproblem sehe ich im Einsatzland, weil Leute kommen, die teilweise 4 Monate im Einsatz sind, das Einsatzland nicht kennen, die Verhältnisse vor Ort nicht kennen und glauben dann, sie müssten das, was sie daheim tun, was daheim wirkungsvoll ist, was daheim sich bewährt hat über Jahrzehnte hinweg, transferieren in dieses Einsatzland, und das funktioniert eben nicht. Wir haben in Afghanistan dieses IPCB gegründet, International Police Coordination Board. ISAF hat 48 Nationen unterm Deckel. Dann hat man bis 2006 gebraucht auf der Dubai-Konferenz, bis man gesagt hat, okay, wir haben sehr viele Polizeien aus unterschiedlichen Ländern, die alle ihr Bestes geben, aber jeder für sich, ohne mit dem anderen entsprechend abgestimmt zu sein. Deswegen International Police Coordination Board. Da sind 13 Länder beteiligt und 9 Organisationen. Also wir schaffen es noch nicht mal, alle Akteure, die in Afghanistan in der Polizeiausbildung, wir haben keine operativen Aufträge dort, wir machen nur Ausbildung, unter einen Hut zu bringen und unter eine Leitung zu stellen. Weiteres Beispiel, die Ausbildung, die dort gemacht wird, die wird nach festen Curricula gemacht. Diese Curricula werden überwiegend von Internationalen erstellt. Diese Internationalen haben daheim eine besondere Aufgabe. Da sind sie Spezialisten. Und genau ihr Spezialwissen schreiben sie in ein Curriculum. Teilweise steht oben rechts noch Pristina Aden, wenn man vergessen hat, den Ort zu ändern. Und verkaufen das dann in Afghanistan. Und dann hat man 2011, 10 Jahre hat man gebraucht, und 2011 hat man ein Board gegründet, das Professional Development Board. Dort sind GPPD, also deutsche Polizei, EUPOL, das ist die europäische Polizeikomponente, NTMA, NATO Training Mission for Afghanistan, und das afghanische Innenministerium. Das ist ganz, ganz wichtig, denn das sind die, für die wir dort sind. Das sind die Macher. Local Ownership ist das Schlagwort. Das hat man 2011 gegründet und festgestellt, in Afghanistan werden 246 unterschiedliche Lehrgänge unterrichtet, aber nur 46 sind durch dieses Board durchgegangen. Das heißt, alles in bester Absicht, aber nicht koordiniert. Es ist keine Struktur dahinter. Diese da trifft der alte Spruch, gut gemeint ist noch nicht gut gemacht. Ne? Diese Einsätze sind teuer. Die Leute sind engagiert, aber es fehlt eben, und ich sage, das ist ja nicht der erste Einsatz, den wir machen in so einem Land. Man hätte es ja wissen können, wie es funktioniert. Ja. Und ein Problem sehe ich schon in der kurzen Verweildauer, die Verweildauer von 4 Monaten, um ein Land kennenzulernen. Ich war jetzt 14 Monate dort, ich habe das Land auch nicht kennengelernt. Ich habe Einblicke bekommen, aber ich möchte nicht mir anmaßen, dass ich die Afghanen verstehe. Und der andere, der 4 Monate dort ist und dann wieder heimgeht, der hat eine zu kurze Wirkdauer, so okay. Muss ich das ausdrücken. Herr Rauch, vielen Dank. Ganz hinten, genau. Herr Rauch, jetzt bin Herr Roth. Ich bin der Reservistenvorstand in Herolzbach. Ich bin ein ganz einfacher Mensch. Ich bin kein Oberst, ich bin kein General. Ich bin ein normal denkender Deutscher. Warum ist Deutschland erfolgreich? Was war der Grundstein des Erfolges für Deutschland? Wenn wir die Geschichte sehen, vor 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg. Warum konnte diese Krieg geführt werden? Weil Deutschland und Frankreich sich mächtig ins Zeug gelegt haben und ihre Population in 2 Generationen so stark aufgeteilt haben, dass sie wieder aufeinander losrennen konnten. Dann kam der Versailler Frieden. Der Versailler Frieden, wenn man das geschichtlich betrachtet, der hat den Kosovo geregelt, der hat Syrien geschaffen, der hat den ganzen Nahen Osten verändert. Was hat er 100 Jahre später aus diesem Versailler Frieden gemacht? Eine instabile Ecke, wo man den Gazastreifen heute hat, wo man Israel in seiner Form, Palästina, Israel, das Jordanien gab es davor nicht. War eine andere Angelegenheit. Afghanistan wurde von den Engländern beherrscht. War nie
war nie beherrschbar. Ich muss heute, muss ich sagen, China bewundern, dass China nicht aus allen Nähten lasst. Und jetzt komme ich auf das, was ich sagen will. Der Ursprung allem, was wir hier als Bundeswehr besprechen, die Bundeswehr ist ja nur der, der wo hinten auch die Löcher stopfen soll, die von Donald, und zwar durch die Population der Völker in unserer Welt entstehen. Wer sind wir, hat gesagt, Nigeria wird sich entwickeln in den nächsten 70, 80 Jahren die Bevölkerung verdoppeln. Ja, wo will sie denn hin? Darum sage ich, ich bewundere China, die wo es geschafft haben, in unserer Zeit ihre Population ganz einfach zu verringern. Das heißt, ja, Ihr Punkt. Auch der Schlüssel liegt in der Überbevölkerung. Ja. Deutschland, Frankreich hat es geschafft, seine Bewohner oder seine Mitmenschen einfach in Grenzen zu halten. Jeder Einzelne von uns, auch Vater, Mutter, hat auch geschafft, dass nicht jeder wieder 10 Kinder hat. Also Ihr Punkt ist das Thema Überbevölkerung, ne? Okay, alles klar. Vielen Dank für das Wort. Hier vorne in der dritten Reihe noch. Ja, es kommt das Mikro. Mein Name ist Josef Schmidt, ich bin der Bezirksvorsitzende von Niederbayern und ich bin dem Herrn Erdl recht dankbar für seine Einführung, weil dort möchte ich zurückkommen. Er hat gesagt, es gibt Opfer, Täter und Sieger. Es gibt eben noch viel zu viele Leute, die aus dem Opfer immer noch raussaugen können und profitieren. Und viele von unseren Leuten gefallen sich auch in der Rolle als Täter. Und wenn wir heute über Sicherheitspolitik reden, vermisse ich etwas ganz Entscheidendes. Weil wenn nämlich der Souverän, der Bürger, die Politik nicht mitträgt, dann sind eben 3/4 der Befragten dagegen, dass wir überhaupt den Auslandseinsatz gehen. Weil sie es nicht verstehen, weil sie anders erzogen worden sind. Und jetzt meine Frage geht eigentlich an Professor Kein. Die große Wirtschaft, die Industrie hat uns Migrantenströme beschert. In ungeahntem Ausmaß. Weil wir reden ja auch um innere Sicherheit, nicht bloß um Afghanistan oder Afrika und diese Dinge. Und da vermisse ich so einen Mann wie zum Beispiel der Herr Henkel, der früher als Sprecher der Industrie sehr kluge Worte immer von sich gegeben hat. Und das schert ihn heute gar nicht mehr. Heute ist er in der Politik tätig. Aber zu diesen Themen habe ich noch nichts gehört. Also die Großindustrie müsste heute hier sitzen auch. Und wenn der Herr Janka, glaube ich, gesagt hat, wir haben viel zu wenig Ahnung von verschiedenen Dingen. Ich habe vor einiger Zeit einen Oberst, der Militärattaché war, 8 Jahre in Algerien, Tunesien und in Marokko und in Ägypten und dort eine Generalstabserhöhung gemacht hat. Und ich habe ihn gefragt, Sie haben doch immer Urteile und Bewertungen abgegeben. Wie oft ist es vorgekommen in Ihrer Dienstzeit, dass sich die Politik in Bonn damals oder in Berlin nach Ihrer Empfehlung gerichtet hat? Und er sagt, solange ich mich erinnern kann, nicht ein einziges Mal. Und der Mann lebte mit seiner Familie dort in den Ländern. Und da muss man sich nicht wundern, wenn Leute, die von nichts Ahnung haben, und wie der Bundespolizist schon erzählt hat, da kommen Leute, die von nichts Ahnung haben, und gehen nach 4 Monaten wieder. Also, Eberhard, man sollte an diese Leute denken, dass man die mit einbindet. Und Sicherheit ist ein Problem, das uns alle angeht. Vielen Dank. Also das Thema Überbevölkerung und Migrationsbewegung, das hängt ja auch ganz eng zusammen. Ich weiß nicht, Herr Erdl, wollen Sie nochmal, Sie waren gerade eben angesprochen, auf einen der Punkte antworten? Ja, der Bürgermeister, er hat ja auch so gedacht. Ja, ich sehe die Dinge natürlich jetzt aus einer anderen, oder auch aus einer anderen Sicht. Ja, ich glaube, wir haben einen gesellschaftlichen Entwicklungsprozess vor uns. Gerade mit dieser Sieger-Täter-Opfer-Situation. Wir müssen diesen Entwicklungsprozess gehen, wenn wir bestimmte internationale Herausforderungen auch angehen wollen. Und ich sehe nicht das Problem jetzt, dass unsere Landesgrenzen von irgendwelchen feindlichen Truppen überrannt werden. Ich sehe das Problem vielmehr bei der Entwicklung in Nordafrika. Ich sehe das Problem bei Überbevölkerung verbunden mit fehlender Bildung und vor allen Dingen fehlendem Wasser, also Migrationsströme aus Regionen, die eigentlich unfruchtbar sind. Und dann sind wir also ganz schnell nicht bei militärischen Auseinandersetzungen, sondern bei zivilgesellschaftlichen Problemen. Wie gelingt es uns,
mit dieser Situation umzugehen. Wenn die Menschen bei uns sind, dann können wir nicht einfach sagen, so, jetzt müssen wir erstmal einen Plan machen. Ich erlebe das zurzeit. Es sind wohl nur 50 Asylbewerber auf dem Hof gestellt und die zuständigen Behörden sagen mir dann, also ab September werden wir dann auch Personal haben, das sich um diese Leute kümmert. Und das können wir uns nicht leisten. Genau. Herr Grein, Sie waren auch nochmal angesprochen. Ja, ich will den Ball gerne auffangen. Das ist sicherlich eine Frage, die nicht unberechtigterweise gestellt wird. Warum sind hier nicht Vertreter auf dem Podium? Das hat aber einen Grund. Und zwar folgenden, weil wir ja gerade beim Verband dabei sind. Das ist auch, wird auch nicht in Vergessenheit geraten, und es kommt noch, uns erstmals mit Wirtschaftsvertretern überhaupt in Verbindung zu setzen. Das ist ja nicht nur die Großindustrie, das sind ja auch die mittelständischen Unternehmen, die sind ja für uns sehr viel wichtiger als nun der Siemens oder der BMW oder diese ganzen. Das heißt, aber was dahinter steckt und was ich noch auffangen möchte als Ball ist Folgendes, wir müssen zu einem anderen Bewusstsein kommen und da sind wir hier noch ganz am Anfang, habe ich vorhin gesagt, wo wir darauf hinwirken müssen. In anderen Staaten macht man ja schon so etwas, die Industrie, die Betriebe sind schon eingebunden, auch mit dem Militär, wenn es um Einsätze geht. Da war zwar das Stichwort Migrantenströme, das hat jetzt ein anderes politisches Geschmäckle, was ich jetzt hier nicht thematisieren will, da kann man auch detailliert auch nochmal drüber reden in einer eigenen Veranstaltung, aber sich dahin zu bewegen. Und mich hat man mal gefragt, ganz am Anfang, ja, was will denn der jetzt machen? Dialogforum Sicherheitspolitik, was haben Sie denn da so für einen Zeithorizont? Ich sage, naja, 10 Jahre. Wenn wir hier die Zielgruppen, ich sag mal, im Marketing bearbeitet, in Anführungsstriche gesetzt und mit der Bevölkerung in Dialog tritt, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir auf dem Weg so eine Zeitstrecke durchschreiten müssen. Und da werden wir das machen auf jeden Fall. Wir werden die Industrie mit reinnehmen in den anderen Foren, die sich vielleicht auch bei Ihnen, nicht nochmal Petitum an Sie, auf mich zuzukommen. Rufen Sie mich einfach an, schreiben Sie mir eine Mail, gehen Sie auf Ihre Organisationsleiter zu, damit wir ein bisschen in Bewegung kommen. Wie gesagt, wir sind noch ganz am Anfang, aber ich fange das auf jeden Fall auf. Ne? Danke. Vielen Dank, Herr Professor Grein. Lassen Sie uns zur Schlussrunde kommen. Mit Blick auf die Uhr eine kurze Schlussrunde. Ich an Sie 6 hier oben, an Sie alle die gleiche Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Herr Professor Grein hat gerade eben schon den Zeithorizont von 10 Jahren vorgegeben. Das nehme ich mal auf. Was glauben Sie denn, wenn wir in 10 Jahren hier wieder eine derartige sicherheitspolitische Diskussion führen würden? Würde dann das Thema und auch das Spezialthema Auslandseinsätze der Bundeswehr noch ähnlich kontrovers in der deutschen Gesellschaft diskutiert werden, wie wir das heute tun, oder wird es bis dahin Normalität sein? Herr Silberhorn, fangen Sie einfach an und dann gehen wir der Reihe nach durch. Ja, vielen Dank. Ich mag es jetzt kurz ersparen mit den Antworten auf die gestellten Fragen, stehe aber gerne zur Verfügung, das, kann man ja das bilateral zu beantworten. Wir werden in 10 Jahren genauso über die Koordinierung zwischen Sicherheits-, Außen- und Entwicklungspolitik diskutieren wie heute, weil es eine dauerhafte Aufgabe ist, dauerhafte Herausforderung bleibt. Koordinierung muss nicht nur konzeptionell geleistet werden, sondern auch im Tagesgeschäft und deswegen muss man sich eben dauerhaft immer wieder abstimmen. Aber wir sind hoffentlich bei dem vernetzten Ansatz doch ein Stück weiter, weil es eben schon darum geht, dass wir auch uns gegenseitig besser verstehen. Der Entwicklungsexperte muss auch wissen, wie Sicherheitsexperten und Diplomaten denken und die müssen umgekehrt mehr Erfahrung gewinnen, wie Entwicklungsexperten arbeiten. Wenn wir da weiterkommen, dann können wir in der Tat, was die Rolle Deutschlands in der Welt angeht, unsere Kräfte noch stärker bündeln. Und ich würde mir insbesondere wünschen, ich habe es mehrfach angesprochen, dass wir präventiv stärker werden bei der Analyse der Situation in anderen Ländern angefangen, bis hin zu den Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Wenn die mitgedacht werden und wir das Verständnis gewinnen, dass Stabilisierung eine Voraussetzung für Entwicklung ist, aber umgekehrt länger und langfristige Stabilisierung eben ihrerseits Entwicklungsmaßnahmen erfordert, dann sind wir einen guten Schritt weiter. Vielen Dank. Geben Sie gleich das Mikro an. Nee, er braucht ja keins. Ich glaube, dass wir auch in 10 Jahren diese Diskussion noch führen werden und ich glaube auch, dass das gut ist so. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Gesellschaft, dass die Bevölkerung in diesen Prozess mit eingebunden ist und ich würde es begrüßen, wenn wir auch in 10 Jahren, das war die Frage, diese Fragestellungen noch diskutieren innerhalb der Gesellschaft. Vielen Dank, Herr Rauch. Herr Kolbo. Ich denke,
Wenn wir den Frieden bewahren können, dann diskutieren wir in 10 Jahren auch über dieses Thema, wie wir den Frieden am besten organisieren. Es soll nicht zynisch klingen, aber Frieden hat auch seinen Preis. Und dieser Preis muss natürlich auch eingeschätzt werden, muss eingepreist werden und muss auch den Bürgerinnen und Bürgern mitgeteilt werden. Und wir haben heute nicht über Responsibility to Protect gesprochen. Die Verpflichtung, Menschen zu schützen, wenn es ihnen schlecht geht, wie in Syrien. Oder wie beim Staatenzerfall jetzt der Ukraine. Was verlangt das von uns auf der Strecke, um friedensstörende Ereignisse friedensintegriert zu gestalten? Und es verlangt von uns mehr als bisher. Vielen Dank, Herr Kolbo. Herr Janke. Ja, ich glaube, dass alles gut ist und noch viel besser wird, um es mal auf den Punkt zu bringen. Also, ich gebe ein Beispiel. Eine der dynamischsten Entwicklungen derzeit findet gar nicht in Afrika oder sonst wo statt, sondern im Cyberraum. Und wie die Herausforderungen des Cyberraums vielleicht in 10 Jahren ganz unmittelbar auf uns wirken, davon haben wir vermutlich, zumindest ich, derzeit überhaupt keine Vorstellung. Insofern, was in 10 Jahren sein wird, wissen wir nicht. Aber ich bin fest überzeugt davon, dass die bundesdeutsche Bevölkerung, die Politik insgesamt, immer mehr den Anschnallgurt anlegen wird. Also ich gebe das als Beispiel und damit beende ich das Ganze. Es gab die höchste Anzahl an Verkehrstoten, über 15.000, irgendwann in den 70er Jahren. Und es gab schon den Anschnallgurt. Den hatte Mercedes seinerzeit erfunden, aber niemand legte den an, schon gar nicht mein Vater. Und erst 10 Jahre später ist man langsam dazu gekommen, den Anschnallgurt nicht nur wie selbstverständlich anzulegen, sondern hat dieses als Marktsegment verstanden und heute sind die Autos von Sicherheitsgurten über Airbags bis Knautschzone und Co. auch ein Exportprodukt Deutschlands. Und diese Entwicklung, glaube ich, könnte im Bereich der Sicherheitspolitik ebenfalls laufen. Wir wissen um die Probleme, wir tun uns noch schwer, den Anschnallgurt festzulegen, aber wenn der Abgeordnete Kiesewetter recht hat, dass das Herz Europas, und das, da sehe ich unsere Verantwortung, wenn das Herz Europas diese Führungsverantwortung übernehmen will, dann werden wir in Kürze dazu beitragen, den Anschnallgurt anzulegen und Airbags zu erfinden im Bereich der Sicherheitspolitik. Vielen Dank, Herr Janke. Ja, zunächst, und das ist keineswegs zynisch gemeint, in 10 Jahren hoffe ich, dass die Rüstungsprojekte, auf die wir jetzt seit 20 Jahren warten, dann auch abgeschlossen sein werden. Zunächst mal, wenn wir uns in 10 Jahren wieder hier treffen. Nein, ich glaube, ich will damit sagen, die Bundeswehr wird sich technisch, inhaltlich, ausbildungsmäßig weiterentwickeln. Wir werden in 10 Jahren eine andere Bundeswehr haben als die Bundeswehr des Jahres 2014. Das, denke ich, ist sehr wichtig. Erstens. Zweitens, ich bin überzeugt, dass die Zusammenarbeit zwischen den Ressorts verbessert wird. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass der frühere Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium jetzt Minister im BMZ ist und dass der frühere Staatssekretär im Verteidigungsministerium jetzt Landwirtschaftsminister ist, auch wenn das vielleicht mancher belächeln mag. Ich war in beiden Ausschüssen, im Agrar- und im Verteidigungsausschuss, und ich weiß sehr wohl, dass es hier sehr, sehr viele Berührungspunkte gibt, vor allen Dingen, wenn wir über die Krisenregionen reden. Und das ist der dritte Punkt. Ich bin auch überzeugt, dass wir in 10 Jahren über die gleichen Krisenregionen reden werden, über die wir heute auch reden. Das wird Afrika sein, das wird der vorderasiatische, arabische Raum sein und es ist möglicherweise auch Osteuropa. Aber das wird uns in 10 Jahren auch noch beschäftigen und deswegen ist es sehr wichtig, dass dieser ressortübergreifende Ansatz stattfindet, dass der europäische Ansatz stattfindet. Und vor diesem Hintergrund gebe ich auch Herrn Kolbo recht, wenn er sagt, wir müssen über unsere Strukturen nachdenken, wie es uns gelingt, gemeinsam auch europäisch agieren zu können. Mhm. Herr Generalberg. Ja, nach dem Motto, ist schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Ich denke auch,
dass wir in 10 Jahren über Auslandseinsätze reden werden. Logisch, über Einsatz von Streitkräften muss geredet werden, wenn sie eingesetzt werden. Ich glaube zweitens, dass wir seit 1999, Kosovo, seit 2001, 2002 einiges gelernt haben. Nämlich eine der Grundlehren ist, mit Soldaten alleine geht es nicht. Wir werden im Übrigen, da bin ich auch von überzeugt, Einsätze wie im Kosovo mit über 40.000 Soldaten, Einsätze wie in Afghanistan mit über 130.000 Soldaten, Traube Schwanz auf dem Höhepunkt so etwa, in den nächsten Jahren nicht mehr sehen. Die Einsätze werden einen ganz anderen Charakter kriegen, mehr in dem Sinne, was hier vorhin angesprochen wurde, gemeinsam und die richtigen Pakete bilden und so weiter und so fort. Da bin ich eigentlich ganz optimistisch. Hoffentlich hat Deutschland bis dahin seine Rolle gefunden. Eins macht mich pessimistisch. Und das ist das Wasser im Wein. Als ich Referent im Verteidigungsministerium war und Referent bei Schönbohm, hatten wir so eine Liste mit 40, 50 Leuten, vorzugsweise Journalisten, die wir in Strategic Discussions mit eingebunden haben, ohne die jetzt beim Namen zu nennen. Viele kennen die. Der eine war bei der Welt, hatte weißes Haar, und der andere war bei der Frankfurter Allgemeine und. Als ich Referatsleiter war im Verteidigungsministerium, war diese Liste schon deutlich geschrumpft. Und diese Woche sagt eine Ministerin der Bundesregierung, sie habe den Eindruck nach Gesprächen mit ihren Kollegen, dass sich die Anzahl derer außerhalb, die berufsmäßig damit beschäftigt sind, die sich wirklich mit sicherheitspolitischen Fragen beschäftigen, mehr und mehr abnimmt. Und das ruft mir in Erinnerung eine Äußerung im Presseclub vor etwa 3-4 Wochen, wo ein Journalist sagte, er hat große Sorge, diese Nation, die trudelt da vor sich hin, ohne überhaupt sich Gedanken darüber zu machen, wie sie ihre Verantwortung wahrnehmen und ausführen. Danke. Da könnten wir jetzt gleich die medienpolitische Diskussion mit anschließen. Das lassen wir aber heute Vormittag. Die Zeit ist schon weit vorangeschritten. Ich bedanke mich hier oben ganz herzlich für das sehr inhaltsreiche, sehr interessante Diskutieren. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Fragen und für das lange Zuhören. Und jetzt hat, glaube ich, Professor Grein, Professor Lender nochmal das Wort. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben aus dem Vormittag doch einige Aspekte nochmal mitgenommen. Wir wollten das Thema bewusst breiter aufstellen, als rein zu diskutieren über die militärischen Auslandseinsätze. Ich denke, das Thema hat man deutlich gesehen, es ist ein Ansatz, der ressortübergreifend im englischen Comprehensive Approach gemacht werden muss, aber der auch mit Blick auf Deutschland innen gerichtet werden muss. Rainer Ertl hat angesprochen, auch die Flüchtlingswellen aus solchen Regionen, die betreffen uns innenpolitisch, nicht bloß bei den Auslandseinsätzen. Das heißt, auch darüber muss man diskutieren. Wenn man jetzt allein Libanon anschaut, gewissermaßen 20% der Bevölkerung Libanons sind Flüchtlinge aus Syrien. Wenn wir bei uns vorstellen, gewissermaßen, wir hätten hier 15 Millionen Flüchtlinge, wie würde Deutschland dann aussehen, wenn er darauf reagieren müsste? Das heißt, dieser sicherheitspolitische Aspekt darf nicht bloß immer mit Blick nach außen, sondern wirklich die vernetzte Sicherheit zivil, militärisch, Inland, Ausland gesehen werden. Und ich denke, mit dieser Runde haben wir hier doch sehr interessante Gesprächspartner gehabt. Und ich möchte einen Aspekt nochmal aufgreifen, den Staatssekretär Kolber angesprochen hat, diese drei Lücken, die Kommunikationslücke, Organisationslücke und die Strategielücke. Ich denke, die Organisationslücke, die sind wir langsam dabei, so zu schließen, weil natürlich viele Gespräche stattfinden. Strategielücke, wie gesagt, es gibt diese Weißbücher, es gibt die verteidigungspolitischen Richtlinien, es gibt sicherheitspolitische Aspekte, die hier dargelegt werden, aber am großen und Ganzen mangelt es auch an der Kommunikationslücke. Die sicherheitspolitischen Richtlinien, wer kennt die von der Bevölkerung draußen? Die kennen die Insider, aber wenn Sie einen normalen Bürger fragen, was sind die sicherheitspolitischen Interessen in Deutschland, wo stehen die? Das VPR von den verteidigungspolitischen Richtlinien hat er nichts gehört. Und das ist auch das andere Thema, was gerade nochmal angesprochen worden ist, zu sagen, wer diskutiert denn über Sicherheitspolitik mit? Der Kreis, der diskutiert, wird ja immer kleiner werden. Das war am Ende nochmal angesprochen, Herr General Berg, Sie haben angesprochen, der Kreis, der bei solchen Symposium und Diskussionsrunden dabei ist, wird eher kleiner. Und wir wollen natürlich mit diesem Dialogforum Sicherheitspolitik das Feld wieder öffnen und da auch andere Teilnehmer einladen. Wie gesagt, wir haben heute Schulen dabei, wir haben die Jugendoffiziere dabei, die das auch raustragen, wir haben andere Verbände dabei, wir haben bei der anderen Veranstaltung in München die Kirche, die Wirtschaft dabei, um auch diese Aspekte immer mit auszudehnen. Aber Sie merken schon, ist ein langwieriger Prozess, die Bevölkerung dafür zu interessieren, Sicherheitspolitik geht jeden an.
Wenn wir hier keine Sicherheitspolitik erreichen können, dann wird irgendwann auch mal der Wohlstand in Deutschland, den jeder haben möchte, aber dafür möglichst nichts bezahlen möchte, gewissermaßen nach unten gehen. Und das muss man den Leuten deutlich machen, gewissermaßen, wenn ihr im Wohlstand in Deutschland leben wollt, müsst ihr auch bereit sein. Wir hatten gesagt, der Frieden hat auch seinen Preis, muss dafür bezahlt werden. Und denke, das ist unser Anliegen dazu. Nochmal ganz herzlichen Dank an die Teilnehmer auf dem Podium und dazu darf ich nochmal das Wort an Eberhard Grein übergeben. Ja, ich darf mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bei Ihnen als Akteure in der Talkrunde bedanken, vor allem über die gute Moderation, denn das ist ja auch sehr viel wert und wie man die Menschen da einbindet, wie man die dahin führt zu dem und auch das Auditorium hier mit berücksichtigt. Eine Sache darf ich noch sagen, Herr Kolbo, da möchte ich auch noch darauf Bezug nehmen mit der Kommunikation und das, was Sie eben noch gesagt haben. In der Pipeline ist schon ein Journalistenseminar. Wir wollen das demnächst auch angehen, wo wir eine Journalistenakademie, also junge, aufstrebende Journalisten, die auf dem Weg sind, eben in einer Redaktion dann mal Verantwortung zu übernehmen, informieren über Sicherheitspolitik und denen auch das notwendige Rüstzeug zu geben. Also da ad a und dann wir machen auch noch so ein Seminar mit dem Jugendoffizier. Das ist aber schon etwas älter bewährt. Ich darf mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen allen und auch bei Ihnen, dass Sie sich so toll beteiligt haben. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Und ich komme jetzt noch zu einer anderen Sache. Wir haben es letztes Jahr so gehalten, wir sind nicht nur aktuell mit dem Thema und mit Ihnen hier in der Talkrunde auf dem Podium als Personen, die da beteiligt sind, sondern wir sind aber auch mit dem kleinen Gastgeschenk, dem Dankeschön. Aktuell, letztes Jahr war es die Autobiografie von Kofi Annan. Dieses Jahr kriegen Sie auch etwas direkt aus dem Verlag, aus der Presse raus, wo gedruckt wurde. Es gibt ja eine Organisation, die sich sehr für Deutschland interessiert und von daher dürfen wir uns ganz herzlich bedanken und Ihnen ein kleines Dankeschön überreichen.